die Luftfeuchte nicht mehr halten kann und dann tropft dann da die Feuchtigkeit raus. Kennt man ja, wenn es kalt irgendwo ist. Ja, aber ich habe doch so viel Überschuss mit meiner Solaranlage, da kann ich doch dann da ein bisschen was da in dieses... Aber den verkaufst du doch lieber den Nachbarn, der soll doch auch autark sein. Nein, nur ich will autark sein. Wenn der dann da so heimlich mit seiner Steckdose kommt. Dann heizt dein Keller oder mach eine Gartenpumpe, das ist genauso sinnvoll. Was ist mit Solarpanelen auf Autodächern? Huch, wir sind live. Wir sind live. Einen wunderschönen guten Abend. Ihr könnt uns sehen und hören, aber ihr könnt uns heute nicht schreiben, dass ihr uns sehen und hören könnt, wie mir scheint. Oder nur zwei Leute. Ich sehe Cat Blues und Heinz Böttcher. Die mit diesen zwei Leuten werden wir heute unsere Sendung schreiben. Nein, und der Pierre 65 ist da. Grüß dich. Mimbutski schreibt, bitte nicht wundern, falls ihr euch nicht anmelden oder aktiv im Chat sein könnt. Twitch scheint da aktuell generell ein Problem zu haben. Gut. Damit leben wir natürlich. Und zwar deswegen, in der Lage leben. Weil wir gar keine andere Wahl haben. Ja. Wir reden heute darüber, wie ich, also vor allem ich, energieautark werden könnte. Dafür habe ich mir ein Expertengremium eingeladen, die mir sagen, wie ich energieautark werden kann. Und das werde ich natürlich dann alles umsetzen und in einem Jahr sage ich euch dann, welcher Tipp der beste war. Vorher muss ich aber noch Lotto spielen. Oder ich mache das alles selbst und grabe mir, ich muss glaube ich hier an dem Ort, wo wir sind, da im Voralpenland müsste ich 30 Meter tief graben, glaube ich, oder so, dann käme ich zu einem Punkt, wo es langsam warm wird, hat es geheißen, für Geothermie. Und ich glaube, so viel Kinderschäufelchen habe ich gar nicht, dass ich da bis da ganz runterkomme. Aber was ich habe, ist ein großartiges Gremium aus Menschen, die sich entweder auskennen oder blendend aussehen. Blendend aussehen. Oder vielleicht sogar Fragen haben. Das gibt's ja auch. Hallo Alexa. Ja, hallo, guten Abend. Ich bin keine Expertin für Balkonstrom, aber ich freue mich trotzdem dabei zu sein. Balkonstrom? Genau, du bist Kulturwissenschaftlerin, ja. Das kann man ja einfach auch mal erwähnen, und hast an deiner Seite als Lebenspartner und Fachberater Alexander Waschka. Gut, dass du Typberater gesagt hast. Guten Abend. Und ich habe mich belesen heute und ich glaube, dass komplett energieautark zu sein gar nicht so ganz sinnvoll ist, beziehungsweise können wir nachher mal besprechen. Bitte später drüber reden. Richtig. Und warum willst du überhaupt Geothermie? Ist denn nicht eine Wärmepumpe? Frage also auch denkbar bei dir. Aber das können wir ja nachher besprechen. Psychologe, wie man merkt. Ja? Nebenbei auch das. Genau. Wahnsinnig geschickt so in dieses Gespräch reingehst, dass alles von vornherein schon im Arsch ist. Genau. Jetzt kann ich natürlich keine Überleitung machen, die sowas ist wie apropos im Arsch, weil das für keinen der drei Personen, die noch hier sind, zutreffend ist. Hallo Holm. Einen wunderschönen guten Abend, ja. Du als Kernphysiker hast ja vielleicht so die Idee, ich weiß nicht, so wie bei Loriot, das kleine Kernkraftwerk zu Hause. Wäre das vielleicht, wie geht das überhaupt? Ja, nur für mich. Also, ich sag mal so, also sowas, also rein technologisch gibt es zwar irgendwie Ideen, wie man sowas modularisieren und kleiner machen könnte, aber das ist dann eher so in die Richtung, man versorgt einen Stadtteil oder sowas, aber nicht. Also nicht nur mein Haus. Nein. Okay, Florian, du bist auch Physiker. Das ist korrekt, genau. Aber. Quantenphysiker. Aber kein Kernphysiker. Genau. Kann man quantentechnisch, wäre das vielleicht irgendwie was? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir haben mal eine ganze Sendung drüber gemacht. Ich habe kein Wort verstanden. Florian, null Punkt. Naja, Photovoltaik ist eine klassische Anwendung der Quantentheorie. Daran führt kein Weg vorbei. Also zumindest das ist klar. Bei Windenergie würde ich mir jetzt etwas schwerer tun zu begründen, warum das mit Quantentheorie zu tun hat. Aber nachdem ohnehin alles mit Quantentheorie zu tun hat, ist es im Prinzip trotzdem möglich. Aber eine tolle Überleitung, denn was definitiv mit Windenergie zu tun hat, ist unser heute zum ersten Mal daseinender Gast, der Volker Quaschnik. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, hallo. Ja, der Wind, der kommt ja auch von der Sonne. Insofern ist es dann auch wieder Quantenphysik. Also da haben wir den Kreis geschlossen. Sogar Kernphysik eigentlich dann. Ne? In der App sind wir übrigens wieder da. Haha.
Ja, wie beginnen wir denn jetzt? Also ich kann ja mal sagen, ich möchte... Sollen wir nochmal ganz kurz, Tommy, sollen wir nochmal ganz kurz sagen, warum der Volker der eigentlich einzige wahre Experte in der Runde ist oder ihm die Gelegenheit geben, weil du hast jetzt alle anmoderiert? Ja, natürlich. Ja. Das kannst, mach doch mal, Alexander. Ja, oder Volker vielleicht selber, bevor ich was Falsches erzähle. Aber du bist Professor für erneuerbare Energien, sage ich das richtig? Habe ich das richtig? Für regenerative Energiesysteme, so heißt das richtig. Aber ist alles das gleiche Kram. Und an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, eine der schönsten Hochschulen Deutschlands, natürlich, sehen wir im Hintergrund unser Dach. Und da kommen jetzt die ganzen Quanten drauf und machen dann Solarenergie. Merkst du auch, wie wir schon so lange das machen, dass wir keine Quanten ist gleich Füße oder Käsefüße-Witze mehr machen? Das ist vorbei bei uns. Das machen wir aber nicht mehr. Sorry. Einfach weil du dich beherrschst. In deinem Kopf ist das nach wie vor die ganze Zeit. Ganze Zeit. Also in Bayern sind die Quanten tatsächlich eigentlich Füße. Sag mal, du mit deinen Quanten magst dich nicht einmal schleichen, aber es stinkt. Das ist... ja, aber ich sag das gar nicht. In Österreich kenne ich das überhaupt nicht und ich dachte doch immer, dass sprachlich Österreich und Bayern doch eigentlich dasselbe sei. Nee, nur emotional, nicht sprachlich. Ach so, okay. Also ich kenne das aus dem eher nördlichen Deutschland aber auch. Also siehst du? Das ist jetzt nicht. Genau. Also natürlich, danke Alexander für die Zurechtweisung, du hast natürlich absolut recht. Kommen wir jetzt zurück zu dem wirklich wichtigen Ding, zu mir. Und zwar, ich bekomme nächstes Jahr, wenn mir die Götter hold sind, tatsächlich Solar, oder nee, es ist ja dann Photovoltaik bei Strom, oder? Photovoltaik aufs nennt man, Dach. Gehört ja zu Solar. Ja, also. Ist eine Art von Solar. Ja, okay. Ist Solar der Oberbegriff? Ein Jahr warten noch? Nicht ein ganzes Jahr, sondern nächstes... jetzt ist ja schon nächstes Jahr. Ja, ich wollte mal fragen, weil Wartezeiten von einem Jahr sind auch manchmal irgendwie momentan nein. drin. Also nein, es ist tatsächlich so, also es soll demnächst sehr schnell bald passieren, dass das darauf geschmettert wird. Und das Problem, Verzeihung, sind wohl weniger die Panels als der Akku. Das ist ein Problem, den irgendwie pünktlich beizubringen, so wie ich den Herrn Schagel verstanden habe, der uns das da montieren möchte, unser Elektrofachbetrieb am Ort, sehr zu empfehlen. Der hat mir gesagt, dass ihm der Akkuhersteller, als er gefragt hat, wann denn der Akku käme, folgendes Geräusch gemacht hat. Ja. Das, ja. Hängt wohl irgendwo in Shanghai in Corona-Pandemie oder sonst irgendwie. Ja, genau. Irgendwie sowas muss das wohl sein. Und meine Idee ist jetzt tatsächlich, Alexander, warst du gar nicht so falsch, dass wenn wir Strom übers Dach erzeugen und einen Akku speisen, dass wir dann in unseren Warmwasserspeicher ein, wie hieß das Wort, Heizschwert, gibt's das? Heizstab. Ein Heizstab reinschmettern, der mit Strom das Wasser warm macht. Das ist so die Idee. Und Volker, jetzt sag du mir nicht, dass das ein Fehler ist. Kommt auf die Menge drauf an. Wenn es eine neue Anlage ist, würde man lieber eine Wärmepumpe nehmen, die ist ein bisschen effizienter als so ein Heizstab. So ein Heizstab macht 1:1, also aus einem Teil Strom macht der einen Teil Wärme. Eine Wärmepumpe, die kann das hebeln, also da kann ich aus 1:3 machen. Und das ist immer ein bisschen besser, aber da muss man auch ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen. Das ist schon mal ganz schlecht. Wie funktioniert denn, kannst du das einfach erklären, wie eine Wärmepumpe geht oder brauchen wir da eine eigene Sendung? Das ist praktisch ein umgedrehter Kühlschrank. Ne? Also beim Kühlschrank wird es ja kalt. Und damit es kalt wird, haue ich hinten die Wärme raus. Auf der Rückseite sind so diese Kühlrippen. Mhm. Und bei der Wärmepumpe mache ich es halt andersrum. Also den Kühlschrank, also die Kälte, ist dann praktisch, die hole ich mir aus der Umgebung und die Wärme kommt dann in die Wohnung rein. Und dann im Kühlschrank läuft ja auch so ein Kompressor und okay, der läuft bei der Wärmepumpe auch. Und dann haben wir so ein System. Funktioniert eigentlich relativ gut. Also die Idee ist, ich versuche es nochmal ein bisschen vielleicht anschaulicher, man hat einen Kompressor, dadurch, dass ich Luft zusammendrücke, wird sie halt heiß. Mhm. Und dafür brauche ich Strom. Und dann wärme ich damit, dann lasse ich das wieder auskühlen und für das Vorwärmen, also für den Vorprozess, für das Vorwärmen verdampfen, kann ich einfach Umgebungsluft nehmen, also einfach die Außenluft und da reicht auch -5 Grad aus, um diese Vorwärmung zu machen und dann kommt ein großer Teil der Energie einfach aus dieser Umgebungsluft und man braucht wesentlich weniger Strom, um halt diesen Kompressor anzutreiben und deswegen sind solche Wärmepumpen relativ effizient, also man spart da 2/3, 3/4 an Energie ein im Vergleich zum Heizstab. Es klingt eigentlich total verrückt. Ich bin ja immer wirklich begeistert von dieser Wärmepumpe-Idee, weil es erinnert mich immer so ein bisschen an diese Perpetuum mobile Bastia, die nur Briefe schicken. Ja? Es klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Man könnte so auf den ersten Blick das Gefühl haben,
Moment, das kann jetzt aber nicht sein, ja, dass ich eine Einheit Energie reinstecke und ich kriege das Dreifache raus. Das klingt irgendwie so, als wäre da was falsch. Stimmt aber trotzdem. Und man muss sich überlegen, dass man ja eigentlich, wenn wir jetzt nur den Energieerhaltungssatz betrachten, eigentlich ja bloß Energie von draußen nach drinnen schaufeln könnte. Wenn wir jetzt nur den Energieerhaltungssatz hätten, ja, dann könnte ich sagen, na gut, ich mache die Umgebung draußen vor der Tür um 1 Grad kühler und diese Energie schaufle ich zu mir rein und mache bei mir in der Wohnung 20 Grad mehr. Das würde nicht gegen den Energieerhaltungssatz verstoßen. Also wenn ich draußen ein bisschen kühler mache und in meiner Wohnung deutlich wärmer, bleibt die Energie immer noch gleich. Das ist okay. Es geht aber trotzdem nicht. Ich kann das normalerweise nicht machen. Und da steht uns aber nicht die Energieerhaltung im Weg, sondern die Entropie, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Also Entropie sagt im Wesentlichen, Dinge vermischen sich typischerweise. Das gilt für alles. Ne? Wenn ich jetzt einen Tropfen Tinte ins Wasser werfe, dann wird das Wasser irgendwie so hellblau, gut gemischt. Es passiert sehr, sehr selten, dass sich gut gemischtes hellblaues Wasser trennt in reines Wasser und einen Tintentropfen. Also diese Entmischung findet nicht statt. Und bei Temperatur ist es genauso. Wenn ich ein heißes Zimmer habe und ein kühles Zimmer und ich mache die Tür dazwischen auf, dann gleicht sich das aus. Wenn es draußen kalt ist und herinnen warm und ich mache die Fenster auf, dann gleichen sich die Temperaturen aus. Das ist das, was typischerweise passiert, wegen der Entropie. Und das ist der Grund, warum ich nicht einfach meine Wohnung heizen kann, indem ich sage, du Wärme von da draußen, komm einfach zu mir rein. Und die Wärmepumpe schafft es jetzt, diesen Grundsatz auszuhebeln, indem man Energie reinsteckt. Aber um die Entropie zu überlisten, brauche ich eben weniger Energie, als wenn es nur um den Energieerhaltungssatz gehen würde. Oh, Tommy schaut ganz skeptisch. Ich war bei der ersten Erwähnung von Entropie, war ich voll dabei noch. Ja, okay. Ja. Weiter? Also der Punkt ist, wir müssen die Energie, um zu heizen, wenn wir eine Wärmepumpe haben, im strengen Sinn nicht erzeugen aus elektrischem Strom, sondern wir verschieben sie nur. Wir verschieben sozusagen Energie von draußen nach drinnen und müssen nicht die Energie erzeugen, die wir brauchen, um es schön warm zu haben, sondern nur die Energie erzeugen, um diese Verschiebung zu leisten. Und das ist deutlich weniger. Und deswegen kann man es mit der Wärmepumpe tatsächlich schaffen, mit einer Einheit Energie, das ja zum Beispiel eben dreifache an Wärmeenergie herumzuschaufeln. Und ich habe mir heute diverse Videos von irgendwelchen Herstellern von solchen Wärmepumpen angeguckt, weil ich das auch verstehen wollte und auch immer den... Und hast jetzt drei bestellt. Ich habe drei bestellt. Genau, weil da habe ich gesagt, das Dreifache kann ja nur mehr helfen. Aber interessant ist, dass in den meisten ganz modernen neuen Wärmepumpen ja ein Kühlmittel im Grunde genommen in so einem geschlossenen Kreislauf ist, das sogar noch also ganz schnell verdampft bei ganz geringen Temperaturen. Das ist der Trick. Und dann ist es gasförmig und dieses Gas wird mit Strom komprimiert. Und dabei wird es dann nochmal heißer. Und das geht mit diesen Kühlmitteln total effizient. Und deshalb kann man diesen Trick machen. Das fand ich auch völlig faszinierend. Und dann geht dieses komprimierte Gas sozusagen in dein Haus rein oder in, also es ist ein geschlossener Kreislauf, macht deine Heizung warm oder dein Wasser warm. Und dabei geht dann die Energie wieder verloren. Das entdehnt sich dann wieder. Dann wird es wieder halt mehr sozusagen und kühler und geht dann wieder nach draußen und sammelt wieder neue Energie und fängt wieder an zu verdampfen. Total spannend. Das wirklich Schöne ist, dass Wärmepumpen inzwischen auch ohne FCKWs funktionieren. Genau. Das war ein hatten Problem sie nämlich ursprünglich als eben das Zeug, was da komprimiert und wieder auseinandergelassen wurde. Okay. Und der Wirkungsgrad wird einfach dadurch besser, dass du halt, sagen wir mal, außen, also dein Außenreservoir möglichst warm ist. Deswegen, wenn du es tatsächlich schaffst, bei dir unterm Haus ein Warmwasserreservoir anzubohren, und das braucht halt auch nicht 60 Grad zum Heizen, da reichen auch schon 20 Grad, dann kannst du darüber die Wärmepumpe halt, vorausgesetzt das Reservoir ist groß genug, die Wärmepumpe damit effizienter betreiben, als wenn du die Außenluft nimmst, die vielleicht dann minus 5 Grad hat, wenn du gerade am meisten heizen willst. Aber der Volker hat vorhin was ganz Entscheidendes gesagt, und zwar hast du gesagt, das ist teuer. Ja, teurer. Also teuer ist immer alles relativ. Ich finde immer fossile Energien teuer. Damit ruinieren wir irgendwie die Zukunft unserer Kinder. Warte noch. Ja. Ja. Deswegen teurer. Also ich meine, so ein Heizstab kostet halt einfach nicht viel. Ne? Das ist irgendwie so ein Heizstab, ist ein bisschen Stahl. Da brauchst du eine Regelung dazu.
Also auch selbst wenn du da was in der großen Leistungsklasse hast, dann ist man für ein paar hundert Euro oder vielleicht bestenfalls knapp über 1.000 halt dabei. So eine Wärmepumpe, wenn die installiert ist, naja, dann kann das auch mal schnell 10.000 oder mehr sein. Ne? Und da sind dann einfach die Unterschiede. Wobei die Wärmepumpen in der Herstellung, habe ich gehört, auch nicht so teuer sind. Also momentan Kostet halt einfach nur knapp. Viel. Okay, genau. Irgendjemand verdient halt viel daran. Das ist schön. Ich hätte mal so mehr oder weniger zum Einstieg nochmal eine allgemeine Frage an Volker. Ich weiß aber nicht, ob das sozusagen zu deinem Fachgebiet mit dazugehört. Aber hast du einen Überblick darüber, ob das Thema erneuerbare Energien stärker in den Fokus gerückt ist bei den Bürgerinnen und Bürgern in den letzten Jahren? Hat sich da was verändert? Wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren? Weil ich habe immer so den Eindruck, ich meine, wir reden jetzt hier auch darüber und man hört in letzter Zeit sowieso nichts anderes mehr als Energie und Energiekosten. Aber hat es vielleicht schon im Vorfeld jetzt dieser schrecklichen Entwicklung letztes Jahr so ein Shift gegeben im Bewusstsein der Menschen? Nur ein bisschen, muss man sagen. Mhm. Also wir kämpfen in Deutschland ja auch mit der Energiewende, die Windkraftanlagen. Jeder will Strom aus der Steckdose haben, der soll grün sein, billig, aber möglichst nicht aus der Windkraftanlage kommen und auch sonst nirgendwo her, nicht? Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das hat sich auch im letzten Jahr auch nicht verändert. Und wir sehen jetzt zum ersten Mal in den Umfragen, auch durch die Energiekrise, dass die Akzeptanz auch für Windräder zum Beispiel deutlich gestiegen ist. Also die Leute haben jetzt verstanden, okay, wenn ich jetzt halt irgendwie kein Windrad habe und auch kein Gas, dann habe ich halt gar keine Energie. Und das ist halt noch blöder, als ein Windrad anzugucken. Und deswegen sehen wir, dass also durch die Bank die Akzeptanz, also so, dass die Leute bereit sind, also wenn dann so eine Frage gestellt wird, bist du bereit, eine Windkraftanlage auch im näheren Umfeld zu akzeptieren, da haben wir mittlerweile eine Mehrheit. Früher war immer die Mehrheit noch dagegen und jetzt sagt die Mehrheit, okay, wollen wir gerne auch haben. Und das ist natürlich erstmal eine ganz gute Voraussetzung, dass wir da auch durchstarten können. Weil wir gerade vorher bei Finanzierung waren, muss ich einmal kurz dazwischen schieben. Das sollten wir vielleicht ab und zu in regelmäßigen Abständen machen, weil ja Leute immer wieder dazukommen hier. Hallo übrigens. Wir reden hier sehr wild, teilweise von Dingen, die man sich vielleicht gerade so leisten kann, teilweise von Dingen, die man sich gar nicht leisten kann, teilweise vielleicht auch von, keine Ahnung, vielleicht kommen wir auch noch dazu, was ist denn, wenn ich meine Heizung einfach ein bisschen weiter runterdrehe und ich habe da was davon und so weiter. Also ich will damit sagen, Menschen, die kein Geld haben, für die ist alles schwierig. Und für die ist sowas dann noch schwieriger. Und ich kann total nachvollziehen, dass vielleicht jetzt jemand da draußen zuguckt und sagt, ja, das ist total toll, dass ihr euch jetzt hier über 10.000 Euro Wärmepumpen unterhaltet. Ich würde gerne mal wieder ein Käsebrötchen essen. Also, das ist absolut klar. Und bitte nehmt uns das nicht übel, wenn wir das nicht immer mitkommunizieren. Bitte fühlt euch mitgesehen. Das ist mir wirklich, wirklich ein Anliegen. Ja gut, aber für die Leute ist doch die Aufgabe vom Staat dafür zu sorgen. Ich meine, wir leben doch in Deutschland einem brutal reichen Land, muss man ja ganz einfach sagen. Der Reichtum ist halt nur nicht gleichmäßig verteilt. Das heißt, einige Menschen, die wissen gar nicht, wohin mit ihrem Geld und andere wissen nicht hin, wie lange das Geld überhaupt noch reicht, ob das Mitte des Monats schon alle ist. Und da müssen wir doch trennen. Also das ärgert mich immer. Wir haben immer die Diskussion um Energiewende und Klimaschutz und dann heißt es immer, naja, Energiewende können wir nicht mehr machen, weil es gibt arme Leute in Deutschland. Nein, also das heißt, wir müssen das trennen. Die armen Leute, die sollen irgendwie bitteschön auch eine Unterstützung kriegen, damit müssen wir gucken, dass wir eine gescheite Sozialpolitik machen oder auch in Österreich, genau, dass wir einfach hier dafür sorgen, dass die armen Leute einfach dann entsprechend auch auskommlich dann das machen können. Das können wir uns leisten, müssen wir ein bisschen umverteilen. Das ist ein anderes Thema und dann müssen wir gucken, dass wir für alle eine gescheite Energieversorgung machen, weil sonst geht uns die Klimakrise an den Kragen und wir können jetzt nicht sagen, weil wir arme Leute haben und den Reichtum nicht gescheit verteilt kriegen, machen wir keinen Klimaschutz und deswegen glaube ich, also sollten wir schon darüber reden und für die, die sich nicht leisten können, müssen wir dafür sorgen und eine zweite Debatte, dass wir auch dafür sorgen, dass die sich es leisten können, weil da muss der Staat einfach nicht sprechen. Genau. Ich meinte nur bei dem speziellen Ding, wie kann ich... Wie kann Tommy? Also wie kann... Also Tommy will uns einfach mitteilen, dass er wahnsinnig reich ist. Fassen wir. Ja, super, genau. Das mit der Wärmepumpe. Zu seinem Riesenhaus. Nein, jetzt was, nicht Wärmepumpe anschafft. Was ich nur sagen wollte, ist, wir reden ja heute darüber, wie kann eine Einzelperson, die vielleicht ich ist, aber auch jemand anders, sich jetzt irgendwie autark versorgen. Wir kommen natürlich noch zum Punkt, soll sie das überhaupt oder braucht sie das überhaupt? Klar, ich meine nur, wenn man jetzt einfach sagt, ach, kauf dir doch eine Solaranlage. Nicht jeder kann sich eine Solaranlage kaufen, aber das bedeutet, dass diese Menschen, das ist absolut richtig, wie du sagst, müssen dann eben anderweitig... Also rein vom Energieeffizienzstandpunkt wäre es für die Einzelperson eigentlich auch am sinnvollsten, gar nicht in einem Einfamilienhaus zu wohnen, sondern in einer Wohnung, da hast du weitaus weniger Isolierungsprobleme und da bist du aber schon ganz zwangsläufig nicht mehr autark. Also du wohnst ja in einer Mietwohnung, das heißt, die Leute um dich rum pupsen dein Haus warm, was toll ist.
Aber du könntest jetzt maximal, ich weiß nicht, so ein kleines Windrädchen raushalten oder dir so diese berühmten Balkon-Solardinger da hinstellen. Letztlich bist du bei meinem schönen schattigen Balkon, der ist im Sommer toll, aber für diese Zwecke jetzt nicht optimal. Nee, also grundsätzlich musst du sagen, wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, Entscheidungen über sowas müssen eigentlich immer fürs ganze Haus getroffen werden. Wenn du dann auch nicht zur Eigentümerversammlung gehörst, oder kein dann bist Eigentümer du da im Wesentlichen außen vor. Ja. Ja. Volker, was hältst denn du so von diesen jetzt sehr viel beworbenen, in meiner Bubble irrsinnig viel beworbenen Solaranlägchen für den Balkon? Ich glaube, ich kriege pro Tag irgendwie 20 von diesen Dingern allein bei Rewe und sonst wie irgendwie angezeigt. Heute bei Netto irgendwie sogar. Ja. Ist das, sollte man da, wenn man sich leisten kann, da mal einfach zugreifend drauf reinfallen oder nicht? Ach, reinfallen tut man da nicht. Also ich finde die Dinger einfach cool. Wir müssen ja einfach schauen. Wir haben die reichen Leute, die ein Familienhaus haben. Also ich gehöre dann auch irgendwie dazu als Professor. Und dann haben wir die Leute, die halt in der Mietwohnung wohnen. Ja. Und jetzt haben wir bislang immer gehabt, die Leute, die auf ein Familienhaus haben, die können sich einfach die Energiewende leisten. Ne? Wir haben also, und die können auch davon profitieren. Also das heißt, ich habe mein Dach voll mit Solar, natürlich. Ja. Ich habe versucht, auch so effizient wie möglich. Das Haus ist ein bisschen kleiner, dafür aber weitgehend energieeffizient. Also da habe ich im richtigen Zeit investiert. Also damals so ein kleines Haus und ganz große Solarpaneele. Ah, genau. Okay. Ich habe einfach andersrum, als wir das Haus geplant haben, haben wir gesagt, ich möchte gerne, dass das Haus CO2-neutral ist. So, und deshalb mache ich erstmal eine CO2-neutrale Energieversorgung und dann schaue ich, was an Geld noch übrig ist, dann fürs Haus hinten drum. Oh, schön. Und die meisten machen es andersrum. Die bauen erst das Haus und dann sagen sie, oh, das Geld reicht nicht mehr für eine gescheite Energieversorgung, kommt halt einfach der Standard rein. Und das ist natürlich so, ja, da muss man irgendwie ansetzen. Damals haben alle noch gelacht und haben gesagt, irgendwie, also da war irgendwie so der Gespött und der Schornsteinfeger war mit seinen drei Lehrlingen da und hat gesagt, guckt euch mal da den Spinner an mit seinen irgendwie ganzen, der hat da nicht mal eine Gasheizung drin. Ja, mittlerweile bin ich ganz entspannt, weil meine Energiekosten halt irgendwie sich nie verändert haben die letzten 2 Jahre. Und das ist halt der Vorteil bei den erneuerbaren Energien. Und das kann aber natürlich nur, wenn ich, wie gesagt, nicht eine Eigentümerversammlung am Bein habe oder eine Mietwohnung. Das geht halt nur um ein Familienhaus. Und da ist natürlich die Balkonsolaranlage super, weil Balkon haben viele. Und da kann man einfach sagen, okay, jetzt haben wir noch das Problem, dass wir den Vermieter, die Vermieterin fragen müssen. Also da gab es mal so einen Vorstoß von den Justizministern, die haben gesagt, wir müssen das eigentlich erlauben, also so standardmäßig wie ein Fernsehanschluss oder so, muss man auch das Solar, also da sollten wir in Deutschland hinkommen. Und dann kann auch jeder zumindest mal einen kleinen Teil machen. Also man kann jetzt nicht von so einem Solarmodul jetzt nicht ein Wunder erwarten, dass man da jetzt irgendwie noch Strom an den Nachbarn abgeben kann. Also das deckt natürlich 10-15% des Strombedarfs. Aber immerhin, also ich habe 10%, wo der Strompreis dann, solange die Solaranlage lebt, fix ist. Und wenn der Balkon einigermaßen sonnig ist und mich niemand abzockt mit dem Preis für die Solarmodule, ist das eine ganz gute Idee. Was heißt denn 10-15%? Also ich, was vom Strom, also von dem Strom, was du zu Hause verbrauchst. Ja, aber ich meine jetzt konkret, kann ich da jetzt zweimal mein iPad laden oder was? Was? Na, das ist schon ein bisschen mehr. Also irgendwie, was hat man zu Hause in der Mietwohnung? 2.000-3.000 Kilowattstunden vielleicht an Strombedarf, 10%, also 1.200-300 Kilowattstunden, je nachdem, wie groß die Anlage ist. Ja, das reicht dann schon ein bisschen mehr für Kühlschrank, Fernseher und so weiter. Also das ist schon auch mit drin. Ah, okay. Ist das nicht so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen Trockner anwerfe, dass dann das, was der jetzt braucht, damit er überhaupt mal losläuft, also so große Geräte, dass das dann vielleicht auch so eine kleine Anlage überfordern könnte? Oder... Na, ich hab ja nicht den Netzanschluss. Das kann ich natürlich auch machen. Dann irgendwie eine große Batterie und dann den Balkon voll und sagen, ich bin jetzt komplett autark. Im Sommer könnte das sogar funktionieren. Im Winter werde ich ein Problem haben. Und aber die Idee bei den Balkonanlagen ist, die werden einfach an die Steckdose angeschlossen. Das heißt, ich habe nach wie vor meinen Strom aus der Steckdose. Und der kommt halt erstmal aus dem Solarmodul. Und wenn der nicht ausreicht, kommt er halt nach wie vor vom Netz, von dem Betreiber. Also ohne Batterie? Man kann das auch mit Batterie machen, aber würde ich jetzt nicht machen. Also eine Batterie macht das Ding nur teuer und bringt jetzt nicht so sonderlich viel. Aber das heißt, damit ich das richtig verstehe, ich mache mir die Solarpaneele irgendwo hin und dann schließe ich das an meinen Stromkreis der Wohnung an. Verstehe ich das richtig? Ich stecke das einfach in die Steckdose rein, fertig. Und dann der Strom, der von der Solaranlage kommt, fließt dann in die Steckdose rein. Und wenn der Fernseher zwischendrin sagt, ich hätte gerne ein bisschen Strom, biegt er da halt ab und fließt in den Fernseher rein. Und wenn der Strom nicht ausreicht, kommt er aus dem Netz. Wenn ich zu viel Strom habe, was auch passieren kann, dass so ein Solaranlage... Ich muss mal gerade bei Netto was bestellen. Als man insgesamt verbraucht, dann wird er halt einfach ins Netz eingespeist, kriegt man nichts für. Also dann verschenkt man den halt einfach an die Allgemeinheit, aber ist ja auch okay.
Darum ist da kein Akku dabei, weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich diese Angebote angeklickt habe, ich klicke wirklich selten Angebote an, dann habe ich mir gedacht, ja, super, da muss ich mir aber noch einen Akku kaufen. Ich muss mir gar keinen Akku kaufen. Geil, ich habe so wieder gar keine Ahnung. Das stecke ich, für mich ist das völlig abstrus, das weil Magie, ich dachte, Steckdose, ja. Zauberei, Steckdose ist doch für zum Raus und nicht für zum Rein. Ja, also wenn eine Solaranlage ist, vollkommen klar, die will den Strom ja loswerden und dann geht das auch rein. Ich meine, was machen denn die großen Kraftwerke oder sowas? Die sind nicht an meiner Steckdose, der bei mir zu Hause sieht, du, guten Tag, ich bin von RWE und wollte hier mal ganz kurz ein bisschen Strom abliefern. Interessant. Aber jetzt sag mal, Holm und Florian, ihr wusstet das natürlich, oder? Ja, wohl, ich muss ganz ehrlich sagen. Erst seit 3 Minuten, na dann. Ein bisschen verwirrend fand ich das auch immer schon, dass man da kein komplexeres Gerät dazwischen schalten muss, sondern dass man es einfach an die Steckdose anstecken kann. Ich finde es auch befremdlich, ja. Ich verstehe das. Das ist einfach vielleicht falsch. Noch zur Beruhigung, komplexeres Gerät ist schon noch dabei. Also zu dem Solarpanel, das ist ein Solarpanel, das sind diese Platten, die man kennt. Mhm. Da kommt ja nur Gleichstrom raus. Das heißt, ja, da braucht man noch eine kleine Kiste, die macht Wechselstrom draus. Mhm. Und diese kleine Kiste, die sorgt auch für ein bisschen Sicherheit. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt den Stecker rausziehen würde und fasse den an, kriege ich einen Schlag, weil die Solaranlage dann immer noch Strom liefert. Und das muss zum Beispiel dieser Wechselrichter unterbinden. Mhm. Also das heißt, wenn jetzt irgendwie das Kind den Stecker rauszieht, dann soll es natürlich nicht durch die Solaranlage dann umkommen. Und deswegen muss dann die Solaranlage auch abschalten. Also diese Sicherheit und ist dann schon in diesem kleinen Schatz. Kiste den Wechselrichter halt auch mit verbaut. Schatz, aber man kauft keinen eigenen Zähler oder so etwas, also es ist tatsächlich nicht kompliziert. Nö, man kann sich einen eigenen Zähler nehmen. Also der eigene Zähler hätte den Vorteil, dass den Strom, den ich zu viel habe, dass der auch gezählt wird und dass ich auch Geld dafür kriege. Aber dafür muss ich dann wieder Zählermiete zahlen. Das rechnet sich dann meistens nicht. Und dann habe ich die Option bei kleinen Anlagen, das ist hier in Deutschland jetzt mittlerweile gesetzlich geregelt, bis 600 Watt, also 2 so große Platten kann man da hinhängen, kann ich dann, wenn der Strom halt zu viel ist, den halt... Ja, wird er halt, dann muss er halt verschenkt werden. Aber dann spare ich mir halt die Zählermiete und den ganzen Aufwand, der damit vertrieben ist. Aber Holm, du sagtest vorhin, auf deinem Balkon ist eigentlich meistens Schatten. Im Sommer natürlich super. Aber das kann man das dann komplett vergessen bei dir? Oder würde da vielleicht ein bisschen was gehen? Oder ist das einfach? Weiß ich nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich angesichts der Lichtsituation da nie so groß mit beschäftigt. Also. Wie ist das denn? Also wenn Schatten ist, wenn ich auf einer schattigen Seite von einem Haus mir ein Solarpanel hinschmettere, weißt du das zufällig, Volker? Naja, kommt schon Strom raus, halt nur viel weniger. Das ist super, immer, okay. Also auch im Schatten, also grundsätzlich, aber man muss einfach gucken, also von der Nordseite zur Südseite ist der Faktor 3 dazwischen. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie die Nordseite habe, dann muss man natürlich gucken, also wenn ich einen guten, schönen, sonnigen Balkon habe, dann dauert natürlich auch, so eine Anlage kostet ja ein paar hundert Euro, das dauert dann auch bis zu 10 Jahre, bis ich die wieder drin habe. So eine Anlage lebt 20, 30 Jahre vielleicht. Also insofern mache ich auf alle Fälle einen Plus. Dauert aber ein bisschen. Wenn ich es jetzt am Nordbalkon installiere, kommt auch Strom raus, viel weniger. Dann wird es halt ein Liebhaberobjekt irgendwann. Also das wird sich dann. Das hört sich doch genau nach deinem Ding an, Holm, oder? Naja, ich meine, man muss grundsätzlich ja sagen, unser Auge gleicht ja so Helligkeitswahrnehmungen aus. Also fürs Auge ist das erstmal gar nicht so ein großer Unterschied, ob ich jetzt auf der Sonnenseite stehe oder auf der Schattenseite. Aber wenn man tatsächlich misst, was da an Energie ankommt, ist es einfach ein Riesenunterschied. Und also da geht doch, wenn du sowas machen willst, nichts über direkte Sonne. Und du musst ja auch sehen, es ist ja nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch in die Herstellung dieser Solarzellen ist ja Energie reingeflossen. Das heißt, wenn ich die dann hinterher ins Dunkle stelle, habe ich damit letztlich nichts gewonnen. Ja. Das wäre sowieso meine Frage, wie nachhaltig ist denn die Herstellung von diesen ganzen Dingen und wie viel Energie steckt da drin und ab wann lohnt sich sowas dann überhaupt? Ja, und jetzt bloß nicht die falsche Antwort, weil ich will doch eine Solaranlage haben. Nö, also die Frage, die kriege ich ja schon seit 30 Jahren. Man hat ja am Anfang immer gesagt, oh, eine Solaranlage ist ja total blöd, da steckt man mehr Energie rein, als man rausholt. Das haben schon Leute dann behauptet, als man das noch niemand untersucht hatte. Und dann hat man das irgendwie vor 30 Jahren zum ersten Mal untersucht. Und da war klar, die Energiebilanz ist ganz klar positiv. Also aus einer Solaranlage kommt erheblich mehr Energie raus, als man für die Herstellung braucht. Nach einem guten Jahr ist die Energie wieder drin, die man für die Herstellung gebraucht hat. Ab da ist es positiv. Also selbst eine Anlage auf der Nordseite wird sich irgendwann rechnen, also wird auch irgendwann CO2 einsparen. Das heißt also, da braucht man überhaupt kein schlechtes Gewissen zu haben. Also im Vergleich zu den konventionellen Anlagen ist eine Solaranlage immer positiv. Gibt es Fairtrade-Solaranlagen? Fragt Thorium Wart gerade im Chat.
Also quasi so. Das ist eine gute Frage. Grün gab's mal. Wir hatten mal ganz viel Solartechnik, auch in Deutschland waren wir mal das Mekka der Solarenergie. Das war 15 Jahre her. Dann hat die deutsche Regierung die Lust verloren. Und dann haben wir die Solartechnik an China übergeben. Und da nimmt mal, wir wollen damit jetzt kein Geschäft mehr machen. Deswegen kommen jetzt alle Solarmodule aus China. Wir haben noch ein paar Hersteller, so ganz rudimentär in Deutschland. Ich glaube, in Österreich gibt's auch einen, aber der hatte auch ein bisschen Probleme. Kann man versuchen, dass man irgendwie auf Made in Germany oder Made in Austria geht. Die sind ein bisschen teurer, aber momentan ist ja irgendwie eh alles knapp. Das heißt, man kann ja sowieso froh sein, überhaupt Material zu kriegen. Ich glaube, so ganz wählerisch kann man da gar nicht sein. Was ist denn mit Wind für den Holm? Wenn's, damit wir nicht immer von mir reden. Was wäre von, wenn der Holm jetzt so quer über seinen Balkon so ein riesiges Windrad rausschiebt? In den Innenhof. In den Innenhof. Genau, und zwar in einer Höhe, dass die Rotorblätter den Kindern am Spielplatz nicht die Rübe rasieren. Also gibt's also das? Gibt's ja auch einen kleinen, so einen Meter Durchmesser. Okay. Windräder. Ja, klar. Und wie viel? Das ist für die Segelboote normalerweise. Ah, okay. Da hat man gedacht, genau, die Segler, wenn die irgendwann mal anlegen und haben sie natürlich dann auch keinen Strom und dann ist die Bordbatterie irgendwann alle, dann will man natürlich am Ufer keinen Dieselmotor anschmeißen und dann hat man ein Windrad mit dabei. Mensch, aber da sind wir doch schon wieder beim Perpetuum mobile dann, Florian, oder? Weil der hat ja dann ein Windrad auf seinem Segelschiff und der Wind treibt das an und dann dreht sich um. Du nutzt dann beim Segeln einfach nur den scheinbaren Wind. Das ist halt die Summe aus Fahrtwind und tatsächlichem Wind. Ich habe tatsächlich mal eine E-Mail bekommen von jemandem mit der genialen Idee, man könnte doch am Autodach einfach Windräder montieren und damit die Autobatterie mit dem Fahrtwind aufladen. Und warum habe daran noch niemand gedacht? Ja, nicht die beste Idee der Welt. Als ich in den 90er Jahren promoviert habe an der TU, haben Kollegen aus der Windenergie haben das gemacht. Was? Und ja, die haben also auf einem großen, so einen alten Wagen dann ein Windrad drauf gemacht und sind dann über einen alten Flughafen drüber gefahren und haben dann Bilder gemacht. Das fanden natürlich alle ganz toll. Also Idee war eine andere. Also es gab halt zu wenig Wind und man wollte den Windrotor vermessen. Ach so. Dann hast du halt eine definierte Windgeschwindigkeit, ja. Genau, also das kann man dann. Aber die Fotos kamen trotzdem ganz gut an, weil natürlich die Menschen das ein bisschen missverstanden haben. Das ist der perfekte Hoax eigentlich. Ja, definitiv. Das ist ja schön, dass die Wissenschaftler was völlig anderes forschen und alle daneben stehen und sagen, ihr seid so blöd. Und dann was? Versteh mich. Ich habe auch mal hinterher. Aber nur, ja, nur mal zum Segeln. Ja. Also da wäre ja nun, also meistens segelt man ja doch eher bei gutem Wetter. Also das wäre jetzt der Punkt, wo ich eigentlich sagen würde, da bist du doch zum Batterieaufladen mit einer PV eigentlich wesentlich unkomplizierter unterwegs. Als mit einem Windrad, definitiv. Ja, so ein Windrad ist auch lästig zum An- und Aufbauen. Gibt's auch für Segelboote. Nur beim Segelboot, da hängen halt ein Haufen Schnüre rum und Segel und sonst irgendwie. Und dann ist das PV-Panel verschattet oder sitzt jemand drauf. Und natürlich. Aber ja, es gibt beide Lösungen. Man kann also Wind und auch PV auf Segelbooten machen, aber aus dem Segelbootbereich, das war so der erste Ansatzgebiet, wo man die Dinge halt verkaufen konnte. Und dafür hat man die halt entwickelt, so als Batterielader. Und die kann man sich jetzt auch kaufen und in den Garten stellen. Also irgendwie Nachbar von mir hat sowas auch im Garten und keine Ahnung, was er mit dem ganzen Strom macht. Aber es geht, aber man muss ehrlich sein, es kommt nicht so wahnsinnig viel raus. Ja, und das Segelboot, was jetzt in seinem Garten halt den ganzen Platz wegnimmt, ist halt auch... An dem Rotor dran. Also ich hatte jetzt ja, als du den Satz angefangen hast und gesagt hast, ja, das ist die ganze Takelage und so weiter, habe ich gedacht, ja stimmt, Windrad und die ganzen Schnüre, das ist keine gute Idee. Aber darauf wolltest du gar nicht hinaus. Segelboot, das macht's schon mal. Das hilft. Ja, Florian. Und zwar eine Frage, die sich sowohl auf die Windräder als auch auf die Wärmepumpen bezieht, weil ich das ganz, ganz oft höre, nämlich das Problem mit dem Lärm. Das wird sowohl bei Luftwärmepumpen als auch bei Windrädern immer wieder als großer Nachteil angeführt. Wie sieht's denn da eigentlich aus? Ist das noch ein Problem? Gibt es da Verbesserungen? Lärmepumpe, schreibt Kaspar David. Das finde ich Lärmepumpe. Naja, es ist immer, Lärm ist ja immer subjektiv, nicht? Also es gibt die Leute, die sich über die Windräder aufregen und dann in ihr SUV einsteigen und dann richtig schön durchstarten, am besten noch den Auspuff abschrauben. Ne? Also insofern muss man das immer relativ sehen. Also bei Windrädern, ja, also natürlich, also man hört die Windräder.
Aber wenn man, es gibt ja ganz strenge Lärmvorschriften. Das heißt also, die Windräder müssen die gleichen Lärmvorschriften einhalten wie andere Industriebetriebe. Also die Bäckerei nebendran darf genauso viel Lärm machen wie das Windrad vor den Toren der Stadt. Über die Brötchenbäckerei regt sich halt keiner auf, weil das muss sein. Bei dem Windrad ist halt einfach der Lärm subjektiv ein anderer. Von der gemessenen Lärmstärke ist das halt auch nicht mehr. Und bei der Wärmepumpe, ja, muss man natürlich immer die Frage, wo die natürlich steht, nicht? Also wenn die natürlich direkt unterm Schlafzimmerfenster des Nachbarn steht und der immer mit offenem Fenster schläft, kann das natürlich störend sein, klar. Also deswegen muss man gucken, wobei die Wärmepumpen auch deutlich leiser geworden sind. Also das ist den Herstellern auch bewusst. Und die haben dann auch sehr intensiv an den Lüftermotoren gearbeitet. Aber wenn ich jetzt sagen würde, man hört sie gar nicht, dann wäre das auch nicht ehrlich. Also ich meine, so, wenn eine Bäckerei irgendwie Lärm macht und das hat dann so Spitzenpegel, das finde ich aber schon, ehrlich gesagt, was anderes, als wenn ich die ganze Zeit immer einen Grundton tatsächlich wahrnehmen würde. Ich glaube, das würde mich mehr nerven. Aber da sollte man doch vielleicht mal einmal kurz den Schlenker machen zu diesem Mythos vom, wie hieß das, Infraschall, der debunked wurde. Wer mag es erklären? Wer ist freiwillig? No, kann ich gerne machen, weil wir haben damit ein bisschen auseinandergesetzt. Also Infraschall, genau. Es gibt ja Ultraschall, das machen so die Fledermäuse, um sich zu orientieren. Das sind Schallwellen mit sehr hoher Frequenz, die man nicht hören kann. Dann gibt es den Infraschall, das sind Schallwellen mit sehr niedriger Frequenz, also die man auch im Prinzip nicht hören kann. Und alles, was man nicht hören kann, ist gefährlich oder was man nicht sehen kann. Also deswegen haben die Leute einfach Angst davor. Und dann gibt es die Mythen, und man kriegt Fehlgeburten und die Zähne fallen aus und was weiß ich, was da alles passiert. Wenn man diesen Infraschall abkriegt. Also natürlich ist es so, alles, was sich bewegt, macht Infraschall. Also auch ein Auto zum Beispiel. Ja. Also deswegen bei Windkraftanlagen gibt es auch Infraschall, den kann ich messen. Der ist relativ klein. Also wenn ich jetzt im Dieselauto eine Stadt fahre, also das hat ein Kollege mal aus Bayreuth ausgerechnet, wenn man mit dem Dieselauto 3 Stunden durch die Gegend fährt, kriegt man genauso viel Infraschall ab, als wenn ich mich 20 Jahre lang vor eine Windkraftanlage stelle. Aber die Windkraftanlage ist gefährlich, das Dieselauto halt nicht. Und es wurde halt einfach verwendet, um hier einfach mit Argumenten, ja, was man kriegt, Fehlgeburten, man kann nicht mehr schlafen oder sonst irgendwie wirklich gegen Windkraftanlagen Stimmung zu machen und sie zu verhindern. Wissenschaftlich ist da überhaupt nichts dran. Die Mengen an Infraschall sind im Vergleich zu anderen Quellen wie Autos extrem gering. Und die Mengen, die sind so klein, dass da also wirklich nichts zu hören ist. Und es gibt auch Messungen vom Landesumweltamt in Baden-Württemberg. In der Entfernung so von 300 bis 500 Metern verschwimmt dieser Infraschall und ist kaum mehr von dem natürlichen Infraschall, auch Wind macht Infraschall, mehr zu unterscheiden. Und dann habe ich einfach irgendwie ein Windrad, was eigentlich im Prinzip kaum mehr von den natürlichen zu unterscheiden ist. Wie soll das irgendwie einen Schaden verursachen? Aber war da nicht doch irgendwo so ein riesiger Rechenfehler, der aufgedeckt wurde? Ja, die Windkraftgegner haben sich die ganze Zeit auf eine Studie von der BGR, das ist eine Bundesbehörde in Deutschland, geschützt. Ja. Die haben das mal irgendwie ermittelt, weil die machen auch irgendwelche Schallmessungen und dann wollten die Windräder nicht haben und haben das gemessen, haben gesagt, oh, die müssen jetzt mal 10 Kilometer weg, weil die so laut sind. Und haben sich aber bei ihrer Messung um den Faktor 10.000 verrechnet. 10.000? Ja, genau. Kann ja mal passieren. haben sich dann lange gesträubt, den Fehler zuzugeben. Und dann haben einige Kollegen und da ein bisschen Druck gemacht. Und am Schluss ist das dann ausgehoben werden. Selbst der Wirtschaftsminister, der Chef von der Behörde dann war letztes Jahr, hat sich dafür entschuldigt, dass dieser Fehler passiert ist. Und insofern gibt es jetzt eigentlich auch keinen offiziellen Beleg mehr dafür, dass Infraschall irgendwo in nennenswerten Mengen bei Windkraftanlagen vorkommt. Alexa. Ich habe noch eine Frage zum Thema Windräder und ich traue mich fast gar nicht, sie zu stellen, weil ich den Verdacht habe, dass sie ein bisschen dumm sein könnte, aber ich stelle sie trotzdem. Kannst du mir als SMS schreiben und ich sage sie dann, wenn du das möchtest. Wie ist denn das mit den Windrädern und den Vögeln? Man hört ja ständig irgendwie Windräder und Vogelmassenmord und so weiter. Ich habe schon so lange drauf gewartet, da endlich mal eine vernünftige Antwort zu bekommen. Ja, wie kann ich sagen? Also auch Windräder, muss man ehrlich sein, töten Vögel. Eine Windkraftanlage killt pro Jahr so viele Vögel wie eine Katze. So. Okay. Jetzt gibt es natürlich die Katzenliebhaber, die sagen, ja, meine Katze, die frisst nur Spatzen und keinen Rotmilan, keinen Adler. Nicht? Also da kann man jetzt noch überlegen, ist der Vogel wertvoller. Aber wenn ich jetzt mal gucke, bei den Windrädern in Deutschland kommt man vielleicht auf 100.000 bis 200.000 tote Vögel. Wenn ich mir jetzt Fensterscheiben angucke, da reden wir über zig Millionen tote Vögel. Also mein Einfamilienhaus hat wahrscheinlich mehr Vögel gekillt als meine Beteiligung am Windrad. Also das ist halt einfach so. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, wieso mich das irgendwie so anficht, aber
dass man dann sagt, ja, es sind ja nur weniger als was deutlich Schlimmeres. Naja, ich weiß nicht, was ich meine, wir könnten ja, also ich sag mal so, wir killen 50 Millionen Vögel an Fensterscheiben. So, es gäbe eine sehr einfache Möglichkeit. Wir nehmen Vogelschutzfensterscheiben. Das sind Fensterscheiben, die so schöne Milchglasstreifen drin haben, kann ich halt nicht so gut rausgucken. Und dann sagen wir, oh nee, die 50 Millionen Vögel, die müssen halt jetzt leider sterben, weil ich rausgucken will. Aber die 100.000 Vögel an der Windkraftanlage, die sind jetzt ein Problem. Und deswegen muss unser Strom weiter aus dem Kohlekraftwerk kommen. Oder meine Katze muss unbedingt raus und muss genau, jagen Vögel dürfen. Ja. Die kann ich nicht in der Wohnung halten. Ja, ja. Noch eine Sache, die man auch noch mal den Leuten sagen muss. Also wenn der Strom nicht aus der Windkraftanlage kommt, muss er ja woanders herkommen. Und ich glaube, wenn ich an so einer Braunkohlegrube stehe, dann verstehe ich auch, dass das kein Vogelparadies ist. Und es gibt Studien, also für jeden Vogel, den ich an der Windkraftanlage rette, sterben 3 Vögel durch die andere Energieform. Also insofern tut man da wirklich nichts mit. Also natürlich, also wenn ich dann Sorge habe, dann am besten den Strom komplett trennen, dass der Strom nirgendwo mehr herkommt, dann schütze ich wirklich Leben. Super. Holm. Also das kommt wahrscheinlich auf die Vogelart an, aber es wird wahrscheinlich auch da Vogelarten geben, die da gut klarkommen. Nee, aber grundsätzlich, ich meine, du kannst halt nicht leben, ohne einen Einfluss auf die Natur zu haben. Und irgendwas musst du machen, sonst kommen wir eigentlich immer nur zum Ergebnis, wir sind einfach zu viele. Also das ist... Ja, es ist so. Also schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Keine Art, unser Leben zu gestalten, die umweltneutral ist. Ja, wir können es also nur. Wenn wir versuchen wollen, Vögel zu schützen, was wir ja tun sollen, und eine Liste der Maßnahmen machen, die möglichst effizient Vogelleben schützen, dann ist eben das Schließen von Windkraftanlagen ziemlich, ziemlich weit unten auf der Liste. Das ist für mich das Entscheidende. Okay. Ich habe keine Antwort darauf bekommen, ob es für den Holm auf seinem trostlosen grau Waschbeton-Balkon sinnvoll wäre, ein Windrädchen rauszuhalten oder nicht. Nein, der ist so schattig, weil es da so schön grün außenrum ist. Ja, lass mir doch jetzt mein trostloses, trauriges Bild von dem graugesichtigen Holm, der da mit dem Windrädchen steht. Ist das für zu Hause eine Idee? Frag nach einer Mietwohnung, nicht für zu Hause. Ja, Mietwohnung. Ja, in einer Mietwohnung ist Wind. Also in einer Mietwohnung kann ich theoretisch auch ans Geländer schreiben, aber also ich bin kein großer Fan von diesen kleinen Windkraftanlagen, muss ich sagen. Es kommt wenig raus, die Nachbarn ärgern sich darüber. Wir haben mal bei uns an der Hochschule auch Versuchsreihen gefahren. Da hatten wir dann auch mal so eine Anlage auf dem Dach. Dann kam der Orkan Kyrill, dann musste die Höhenrettung der Feuerwehr kommen und das abstürzende Windrad sichern. Also deswegen muss man einfach sagen, ja, man kann es machen. Also in der Nachbarschaft habe ich ein paar Häuser weiter Nachbarn, die solche Anlagen betreiben. Die laufen auch seit ein paar Jahren fehlerfrei. Also das kann schon funktionieren. Aber wenn ich mir die Wirtschaftlichkeit anschaue, dann ist eine Solaranlage einfach deutlich besser, weil die Anlagen sind relativ teuer und es kommt wenig raus. Hörst du denn so eine kleine Anlage? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also dein subjektiver Eindruck, wenn du da am Nachbarhaus vorbeigehst, der so eine kleine Windkraftanlage da stehen hat, hört man die? Also ja, die pfeift auch schon. Ne? Also wenn der Wind kräftig weht, also das heißt, die Nachbarn links und rechts, die müssen sich da schon irgendwie mit anfreunden. Also grundsätzlich musste ja immer sagen, wenn alles, was irgendwie rotiert und Luft bewegt oder von Luft bewegt wird, je kleiner es ist, desto mehr Krach macht's. Deswegen ist es für eine Wärmepumpe auch vorteilhaft, wenn der Lüfter relativ groß ist, weil dann muss er sich nur langsamer drehen und dann macht er im Normalfall auch weniger Krach. Also das deswegen hast du diese Wärmepumpenlüfter, die sind halt meistens relativ, also die könntest du da ja auch so ein kleines Gebläse nehmen, das heult dann halt wie Sau. Was haben wir denn noch? Ich meine, wenn wir schon einen Kernphysiker da haben, wie sieht's denn aus mit der Kernkraftanlage aus dem Weihnachts-Loriot-Film? Die ist so groß, wo man dann die Kühe so drumherum stellt. Bäume fallen um. Warmwasser sollte man eigentlich echt gut generieren können mit Kernenergie. Ne? So ein kleiner Uranstab statt einer Heizschwert, einfach so ein kleines Uranstäbchen. Es gab doch mal für Kinder in den 20ern oder 30ern, oder wann war das? Das so war in 50ern, das war ein Experimentierkasten, ja. Naja gut, also grundsätzlich Vorreiter bei sowas sind die Russen, weil die einfach sehr, sehr viele Fahrzeuge und so auf Schiffsniveau, wir hatten ja auch mal ein Forschungsschiff, die Otto Hahn, die dann nirgends anlegen durfte oder nur in sehr, sehr wenigen Häfen anlegen durfte.
Aber grundsätzlich, also auf U-Booten und was im Moment die Russen halt machen, was ich dann ein bisschen mehr als zweifelhaft finde, ist, dass sie halt einen Flugkörper mit einem Reaktor ausstatten, der halt dann einen Reaktorantrieb haben soll. Und da brauchst du logischerweise einen sehr kleinen Reaktor. Warum ist das, Kompaktreaktoren gehen so in die Größenordnung, dass du damit eine Kleinstadt versorgen kannst, ja, also mit Wärme und Strom. Das ist so und was ist das Problem an dem Flugzeug? Also ich meine, ich habe jetzt da schon das, direkt also, einfach das ist so ein, das, ja, das ist kein Angst. Flugzeug, das ist ein, also mit Flugzeugen wurde auch mal experimentiert, so in 50er Jahren, 60er Jahren. Das ist ein Marschflugkörper. Der so halt Leute durch seinen mehr oder weniger unbegrenzten, also zumindest sehr, sehr lange reichenden Energiehaushalt ist halt die Idee, der könntest du also von Russland nach Amerika links rumschicken oder und dann mal kurz einen Bogen über die Antarktis und um sämtliche Luftabwehrsysteme rumfliegen. Der hätte eine im Prinzip unbegrenzte Reichweite. Macht aber halt ziemlich unangenehmen Dreck, wenn er einschlägt, macht auch ziemlich unangenehmen Dreck, wenn er abstürzt, was anscheinend wohl vor 2 Jahren mal passiert ist. Also Das, ich meine, wenn du das mit einem Kernsprengkopf ausstattest, ist es egal, ja. Egal, in Anführungsstrichen. Dann spielt das dann keine Rolle mehr. Ja, und mit dem Ding, mit dem dieser Marschflugkörper ausgestattet ist, kann ich eine Kleinstadt. Nein, der ist dann schon kleiner, aber kleiner. Das ist halt auch bei sowas, also auch wenn es um einen Reaktor für ein U-Boot geht, das muss ja jetzt nicht wahnsinnig effizient sein, ja, der muss einfach nur funktionieren und sicher sein. Aber da geht's ja jetzt nicht darum, den Brennstoff gut auszunutzen oder sowas. Aber kann man das Ding jetzt so miniaturisieren, dass ich das Ja, du musst ja, du also musst hypothetisch. Ich würde es jetzt nicht unbedingt machen wollen, aber generell musst du sagen, wenn du irgendwas hast, wo eine Kettenreaktion drin entsteht, je größer du das Ding machst, desto besser funktioniert's und desto effizienter wird's. Das heißt, je kleiner du so eine Konstruktion machst, desto mehr musst du dran rumschrauben und das Ganze optimieren und desto problematischer werden auch die Anreicherungsstufen von deinem Brennstoff und so weiter. Also das ist, also Kernkraftwerke machen eigentlich nur einen Großsinn. Also, was ist mit Wasserstoff? Ja. Ist die Frage, wo kommt der Hippokristen her? Also mit was machst du? Ist mir doch egal, jetzt müsst ihr mir erklären, wo ich den herkriege. Keine Ahnung. Also, beim Rewe. Du kannst natürlich theoretisch Wasserstoff als Speichertechnologie verwenden. Das ist für einen Kurzfristspeicher vom Wirkungsgrad her nicht wahnsinnig effizient verglichen mit einer Batterie. Also wenn es darum geht, deinen Strom, den du tags erzeugst, irgendwie nachts zu verbrauchen, bist du mit einer Batterie immer besser unterwegs. Wenn es darum geht, im Sommer den Strom zu speichern, den du vielleicht im Winter wieder nutzen willst, dann fängt es langsam an, dass da irgendwo Wasserstoff reinkommt, weil das ist halt für zu Hause auch eine relativ umständliche Technologie. Also die Frage, wie überbrückst du, wenn du von sowas abhängig bist, den Winter ist, also da, ja. Aber wobei, es gibt in Berlin eine Firma, die sowas anbietet, also nicht für den kleinen Geldbeutel, wo wir vorhin ja schon beim Geld waren, also das ist für einen etwas größeren, aber es gibt ja auch Leute, die einen Porsche vor der Haustür haben, dann kann ich mir so ein System machen und da kann ich mich ganz energieautark auch machen, also das kann ich von der Stange kaufen, das heißt, da kommt eine große Solaranlage aufs Haus und im Sommer macht die Überschuss, der wird im Wasserstoff in so großen Stahlzylindern im Carport gespeichert und dann im Winter hole ich das dann wieder, den Wasserstoff ins Haus und heize damit und versorge damit die Heizung. Und ja, wenn ich dann, sag ich mal, das Geld für ein Porsche übrig habe, dann kann ich den Stromanschluss, den Wärmeanschluss und kann mich also hier komplett autark machen, kann man kaufen. Aber würde ich sagen, ja, ist jetzt nichts für jedermann, allein schon vom Preis. Und wenn wir die erneuerbaren Energien ausbauen, also dann habe ich auch einen Vorteil, wenn ich am Netz angeschlossen bin, weil was ich zu Hause halt nicht haben kann, ist zum Beispiel die Windkraftanlage vor den Toren der Stadt, die mich halt mitversorgt. Und die macht es halt im Winter wesentlich einfacher, über den Winter zu kommen, als wenn ich jetzt versuche, das wirklich in jedem Haus im Sommer einzuspeichern und im Winter wieder rauszuholen. Ich muss was ganz Wichtiges dazwischen vorlesen. Das ist wirklich vielleicht das Wichtigste, was wir heute wahrscheinlich im Chat haben. Leuban Tofu schreibt, falls sich das noch jemand gefragt hat, ich habe recherchiert, Volker Quaschning ist nicht identisch mit dem Big Boss aus Die Todesfaust des Cheng Li. Die verblüffende Ähnlichkeit ist vermutlich nur auf die Bildqualität bei Zoom zurückzuführen. Ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Vielen Dank. Danke.
Was? Also noch vielleicht auch. Bin ich sehr erleichtert. Ich weiß es doch nicht. Was weiß denn ich? Die Todesfaust. Ich habe schon wieder irgendwas nicht mitgekriegt. Aber da im Prinzip der Volker jetzt beim Thema wirklich autark, und ich meine wirklich autark würde ja heißen, du brauchst keinen Stecker mehr, also du brauchst keinen Stromanschluss mehr. Ich brauche keinen Stromanschluss mehr. Und auch sonst keine. Nichts. Keine. Also Einfach mal eine ganz einfache Betrachtung. Wenn du dich komplett selbst versorgen willst und beim Haus bist du halt, wie wir es hatten, eigentlich bleibst du bei der PV-Anlage. Das ist so das, die einfachste Möglichkeit, dich zu versorgen. Wenn du darüber autark werden willst, brauchst du halt richtig, richtig viel Speicher. Hm. Wenn du das in jedem Haus machst, ist es halt wahnsinnig aufwendig. Und wenn du nur dich mit deinem Nachbarn zusammentust, kannst du schon ein kleines bisschen Speicher einsparen, weil der halt, das Ganze wird irgendwie größer und wenn du dich jetzt mit einem ganzen Straßenzug zusammentust, dann bist du schon, also zumindest bei dem Tag-Nacht-Speicher bist du mit dem einen, bei dem Kurzfristspeicher bist du mit dem einen Nachbarn schon gut beraten. Wenn du den ganzen Straßenzug zusammenfasst und die alle zusammenspeichert, einer von denen ist immer im Urlaub. Du musst selber, alleine musst du damit rechnen, dass du den ganzen Winter vielleicht zu Hause bist. Aber bei ganz vielen ist immer einer weg. Das heißt, du sparst da schon wieder was. Wenn du die ganze Stadt zusammenfasst, kannst du Biogasanlagen mit reinnehmen in die Versorgung. Du kannst eventuell eine Windkraftanlage mit reinnehmen in die Versorgung. Wenn du einen Landkreis hast, hast du vielleicht noch eine Müllverbrennungsanlage mit dabei, die dir Strom liefert, die alle andere Einspeisezeiträume haben als deine Photovoltaik. Das heißt, du hast, da geht immer, je größer du wirst, desto größer wird der, desto größer wird die Einsparung. Wenn du auf nationale Ebene gehst, dann kannst du auch Kernkraftwerke reinbauen, dann brauchst du auch weniger Speicher. Also das ist halt so ein... Wenn du es willst. Ja. Politisch. Aber ich habe tatsächlich heute eingegeben bei der Recherche, wie kann Tommy komplett energieautark werden? Das habe ich eingegeben und habe danach recherchiert, weil das war ja die Aufgabenstellung für heute. Und im Grunde genommen kommen wir jetzt genau an den Punkt. Ich habe das nämlich gefunden, habe mir das jemand erklärt, wie du das werden kannst. Ui. Indem du A, unfassbar viel Geld in die Hand nimmst. Das hat Volker ja schon angedeutet, weil du eben sehr viel Speicher haben musst. Du musst einen Energiemix im Grunde genommen zu Hause auch haben, wenn du komplett autark sein willst. Weil wenn die Sonne nicht scheint und nicht genug Energie liefert, dann hast du entweder einen dicken Speicher. Gut, wenn du den groß genug machst und dir das leisten kannst, dann hast du vielleicht schon genug Energie gespart. Ansonsten bietet sich dann so ein kleines Windkraftwerk noch an, was du hast. Du solltest auf jeden Fall dann eine Wärmepumpe besitzen. Aber nach den besten Kalkulationen, wenn du halt nicht unsummen und nicht unrealistisch werden willst, kannst du im Idealfall, bei der idealen Situation habe ich gefunden, maximal 80% dir selber generieren. Dazu gehört dann aber auch, wie dein Haus gebaut ist, der Energieeffizienzgrad deines Gebäudes. All solche Geschichten spielen natürlich mit hinein. Ich möchte einfach, mich nervt diese Abhängigkeit so unfassbar. Ja, aber da kommt ja genau der Punkt. Und dann sind wir ja bei dem, was Holm ja auch gerade beschrieben hat. In dem Moment, wo wir ja insgesamt ein Land wären oder generell ein Verbund, denken wir mal europäisch, wenn wir sagen, wir schaffen das tatsächlich CO2-neutral, die Energiegewinnung hinzubekommen, dann wäre das ja gar nicht mehr so schlimm, wenn der Strom woanders kommt. Und jeder, der natürlich zu Hause ein bisschen generiert, macht es in der Masse ein bisschen leichter. Also deswegen dieses Balkonkraftwerk, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, weil ich das ganz spannend finde. Aber das geht halt dann auch immer nur, wenn Sonne scheint, wenn Wind weht. Und ansonsten müssen wir uns andere Ideen natürlich haben, um das dann Strom zu gewinnen, wenn wir eben jetzt erstmal nicht die normalen Energien haben. Das heißt, da müssen wir große Speicher haben. Es gibt ja diese Ideen, dass man das Erdgas zum Beispiel durch Wasserstoff ergänzen kann. Das wollte ich dich auch vielleicht mal fragen, Volker, ob das realistisch wäre, dass man sagt, man kann das irgendwann so umbauen, dass man in Riesenanlagen offshore eben Wasserstoff generiert und dann sozusagen den durch irgendwelche Pipelines schickt, in Lager schickt und dann damit in schlechten Zeiten Strom generiert. Das würde mich zum Beispiel interessieren, ob das realistisch ist. Das habe ich nämlich nicht gefunden, ob sowas geht, wenn man es die Wasserstoff-Story ist relativ lang. Ich versuche mal gucken, wie kann ich das ganz kurz zusammenbrechen. Also wir werden Wasserstoff brauchen für die Energiewende. Ohne Wasserstoff geht es nicht. Ich kann zum Beispiel Stahl nicht klimaneutral machen ohne Wasserstoff oder die chemische Industrie. Wenn ich jetzt ans Autofahren denke oder an die Heizung, dann ist Wasserstoff einfach eine saublöde Idee, weil Wasserstoff ist einfach sehr aufwendig herzustellen und sehr teuer.
Und auch jetzt gehen wir mal zum Auto, ja. Dann sagen immer viele, oh, das Batterieauto ist ja doof, ich warte auf das Wasserstoffauto. Denn das Wasserstoffauto, was ist das? Das ist auch ein Elektroauto. Also das ist ein ganz normales Elektroauto, es hat einen Elektromotor, das hat eine Batterie. Nur im Vergleich zum Batterie-Elektroauto ist die Batterie kleiner. Stattdessen habe ich halt noch einen Wasserstofftank und eine Brennstoffzelle, die an Bord aus Wasserstoff Strom macht, in die dann den Motor antreibt und die Batterie mit auflädt. Ne? Also insofern habe ich ein wesentlich aufwendigeres Auto, was viel, viel teurer ist. Und der Wasserstoff produziert halt Verluste. Das heißt, ich muss in dieses Wasserstoffauto doppelt so viel Energie reinstopfen wie in ein batterieelektrisches Auto. Dann wird das auch doppelt so teuer sein. Also insofern darauf zu warten. Ich meine, wie fährt denn so ein Wasserstoffauto? Das ist immer die Frage, die man dann stellen muss. Die Leute glauben halt irgendwie, keine Ahnung, es ist ein Raketenantrieb und hinten schießt der Wasserstoff raus. Es ist ein ganz normales Elektroauto und was nur sehr ineffizient unterwegs ist. Und deswegen wird es halt einfach sehr teuer sein. Und kann man das nicht optimieren im Laufe der nächsten 10, 20 Jahre? Nee, weil ich komme ja dann nicht dran vorbei. Bei Batterien habe ich Wirkungsgrade von 80-90%. Und wenn ich einfach diese ganze Wasserstoffkette habe, das kann man sicherlich noch verbessern. Aber irgendwie, da ist ein Faktor 2 immer dazwischen, zwischen der Effizienz eines Wasserstoffautos und eines Batterieelektrischen Autos. Also die Wasserstoffelektrolyse zum Beispiel hat einen theoretisch begrenzten Wirkungsgrad. Also das Erzeugen von Wasserstoff aus Strom ist immer verlustreich. Das ist sozusagen, deswegen habe ich auch gesagt, das ist die letzte Speichertechnologie, die du halt nutzen wirst, aber für das ganz, also wenn du halt ganz viel Strom auf einmal speichern willst, gibt's halt, dann sind halt Batterien irgendwann nicht mehr die optimale Lösung, weil du halt dann gigantisch viele Batterien brauchst, die wahnsinnig teuer werden und auch völlig ineffizient werden, wenn du nur einmal im Jahr auf und entlädst. Aber also für sowas, für diese ganz langfristige Speicherung musst du dann halt die Kröte schlucken und den schlechten Wirkungsgrad in Kauf nehmen. Florian, du nickst die ganze Zeit in meinem Augenwinkel. Ja, das ist korrekt. Ich glaube auch, dass Wasserstoff eine Rolle spielen wird. Und ich glaube, dass für manche Anwendungen es vielleicht eines Tages nicht mal so schlimm ist, dass der Wirkungsgrad schlecht ist. Denn unser Ziel ist ja, dass wir unglaublich billige Alternativenergie bekommen. Wenn die Preise von Wind und Photovoltaik weiter sinken, die sind jetzt schon wirklich sehr niedrig. Und wenn das weitergeht, dann ist es irgendwann relativ egal, wenn man große Überkapazitäten hat, dass von diesen Überkapazitäten dann bei der Wasserstoffelektrolyse eben ein beträchtlicher Teil verloren geht. Ja, wenn die Kosten irgendwo in der Gegend von Null sind, dann verliere ich 40% von Null, ist noch immer Null. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber es wird tendenziell weniger schlimm. Insofern hat Wasserstoff vielleicht irgendwann tatsächlich interessante ökonomische Möglichkeiten. Aber wie Volker Quaschnik gesagt hat, für Autos oder alles andere, wo es andere Möglichkeiten gibt, wird das nie eine sinnvolle Option sein. Das ist einfach immer schlechter als etwas anderes. Ganz sicher bin ich auch nicht, also was Wärme betrifft, wäre ich auch skeptisch. Ich glaube nicht, dass wir in Zukunft Wasserstofftanks im Keller haben werden, um im Winter heizen zu können. Das macht eigentlich auch keinen Sinn. Allerdings gibt es da interessante Forschungsrichtungen mit anderen Methoden. Also man muss ja nicht Wasserstoff produzieren, um Energie zu speichern. Im Prinzip kann ich mir ganz verschiedene chemische Reaktionen ausdenken. Die Alkohol wäre unter Umständen eine Lösung, ja. Alkohol ist immer eine Lösung. Alkohol tatsächlich. Ja, es gibt so Experimente mit Boroxid und verschiedenen Dingen. Also ich kann im Prinzip, wenn ich irgendwann zu viel elektrische Energie habe, kann ich die verwenden, um eine chemische Reaktion ablaufen zu lassen. Und im optimalen Fall entsteht dann ein chemisches Produkt, das ich ja im Keller aufbewahren kann oder im Schuppen im Garten oder was auch immer. Und im Winter lasse ich dann die chemische Reaktion umgekehrt ablaufen und mache mein Haus damit warm. Also was Wärme betrifft, ist so etwas wahrscheinlich eine interessante Option. Ich glaube nicht, dass es so etwas momentan am Markt gibt, aber ich glaube, dass mittelfristig ein sinnvolles Konzept sein kann. Darf ich da dezent widersprechen gleich noch? Bitte. Genau. Also wir reden ja dann darüber, dass ich Verluste habe. Verluste heißt, ich brauche am Anfang mehr Energie, um das herzustellen. Ja. Das heißt, ich brauche mehr Solaranlagen, mehr Windräder. Und mit den Kosten gehe ich ja mit, aber wir haben ein Problem im Platz. Also das heißt, wenn wir einfach ineffizient sind, dann müssen wir halt noch mehr Windräder, also
dann einfach mal mit dem Herrn Söder in Bayern reden. Also der umarmt momentan jedes Windrad, was aufgestellt wird, persönlich. Ich glaube, bislang waren es 6 Windräder, die dieses Jahr aufgebaut werden. So, jetzt reden wir mal über 60.000 in Bayern, weil wir alles ineffizient mit Wasserstoff machen. Und da bin ich mal gespannt, ob die Leute da mitgehen. Das wird also einfach, das wird nicht funktionieren. Und dann wird man sagen, okay, naja, so ist das nicht gedacht. Dann machen wir das halt woanders. Dann stellen wir halt die Wüste in Marokko zu oder am besten noch in Australien. Und dann müssen wir diesen Wasserstoff aber um den halben Globus schippern. So, das ist auch wiederum sehr aufwendig. Da geht sehr viel Energie bei verloren. Das kostet dann am Ende auch. Und deswegen, also dieser billige Wasserstoff, der am Ende nichts kostet, das werden kleine Mengen sein. Diese kleinen Mengen, die geben wir der Industrie, weil die braucht den. Aber damit werden wir jetzt nicht irgendwo irgendwelche Alkohole herstellen, die wir im Keller speichern. Das müssten wir dann aus Australien per Schiff anlanden und dann wird es auch wieder teuer. Und deswegen würde ich sagen, also diese Sachen funktionieren auf dem Papier oder vielleicht in irgendwelchen Ländern, wo die Leute ganz weit auseinander wohnen und nicht ausreichend Platz habe für Solar- und Windräder, aber nicht bei uns in Deutschland oder auch nicht in Österreich. Das sehe ich ganz genauso. Aber da sind wir jetzt im Wesentlichen bei der Diskussion. Reden wir von einem Haus am Waldesrand, das versucht, energieautark zu werden, oder reden wir von unserem gemeinsamen Energienetz? Und genau, da kommen wir jetzt wieder auf das, was Holm vorhin gesagt hat, und da stimme ich vollkommen zu. Effizient ist es, am effizientesten ist es immer, wenn wir das Energiesystem gemeinsam denken. Ja, wenn und wir können dann solidarisch auch sein. Holm, der Kollektivist, ja. Ja, das und aus deinem Mund, Holm. Ja, so schön wird zur Soze, das ist ja unfassbar. Ekelhaft. Ich schmeiß ihn aus dem Zoom-Call raus, dass das so funktioniert. Das kann nicht der Holm sein. Paul McCartney ist tot. Das kann also, wenn ich irgendwo am Waldesrand autark sein möchte, kilometerweit von jeder Zivilisation entfernt, dann kann ich vielleicht bereit sein, große Effizienzverluste hinzunehmen und meinen Stromüberschuss dann halt trotzdem auf relativ ineffiziente Weise für den Winter zu speichern. Wenn wir uns aber zusammenschließen und das Energiesystem gemeinsam denken, dann macht das wenig Sinn. Das ist natürlich wahr. Und das wäre das Allerbeste, dass wir ja diese Probleme gemeinsam lösen. Es ist ja auch relativ sinnlos, wenn ich auf meinem vielleicht himmelsrichtungsmäßig schlecht gelegenen Dach Photovoltaik installiere und gleichzeitig gäbe es aber vielleicht irgendwo auf einer Industrieanlage am Rand der Stadt ein Dach, das besser geeignet wäre. Und wir haben begrenzte Zahl von Photovoltaik-Panels, die wir momentan bestellen können. Ist eigentlich blöd, wenn ich das kaufe und bei mir installiere. Wäre es ja eigentlich besser, ich kaufe das, um irgendwie in einem gemeinschaftlichen System, das dann irgendwo montiert zu bekommen, nicht auf meinem Dach, sondern irgendwo sonst, wo der Wirkungsgrad größer ist. Ihr sagt mir also im Endeffekt, ich soll aufhören mit dem Scheiß. Oder? Es gibt eine ganz tolle Idee. Es gibt ja Bürgergenossenschaften. Da können wir vielleicht. Genau, mal ist voll genau mein Ding. Mit anderen Leuten. Ah, genau, das liebe ich. Einfach mit anderen Leuten. Das heißt, einfach mal einsteigen, dann wird eine Windrad vor der Tor in der Stadt gemacht, das Dach voll machen, eine Wärmepumpe drauf. Ist doch auch schon mal schön, wenn man 60-70% autark ist. Ne? Also aber diese Volker, höre mich. Ich hatte schon ein Problem bei dieser kleinen Gruppe, die versucht hat, zusammen einen Kindergarten für die eigenen Kinder zu machen. Und habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Ich habe nach 3 Besprechungen habe ich mir gedacht, ich werde jetzt einfach wahllos einen Mord begehen an einer Person, die überhaupt nichts dafür kann, wenn ich noch einmal so ein Meeting durchleiden muss. Und jetzt sagst du, ich soll in eine Genossenschaft beitreten, wo man alles kaputt diskutiert. Du kannst ja anstatt der Genossenschaft auch einfach eine Aktiengesellschaft nehmen. Oder so eine kleine Diktatur, wesentlich, nur für Strom. Aber und du sagst, wo es lang geht. Also die Projekte, die ich kenne, so Bürgerwindparks oder so, laufen eigentlich relativ gut. Und das ist doch einfach cool. Also man kann jetzt, sage ich mal, 100.000 Euro in ein Familienhaus versenken oder ich gebe halt wesentlich weniger Geld dann in eine Genossenschaft rein. Die stellen ein großes Windrad auf, was einfach sehr, sehr preiswert dann den Strom macht. Und dann kann ich mich einfach davor setzen und mich freuen und sagen, jede Umdrehung ist ein Euro für mich, nicht? Und das ist allerdings schon wieder ganz nett. Eins, zwei. Ja, das heißt, gut, ich meine, das sind ja auch Leute, da geht es jetzt nicht um 100.000 verschiedene Themen, in denen man sich die ganze Zeit abgleichen muss, sondern man will ja im Wesentlichen das Gleiche. Genau. Ich glaube, ich kann das trotzdem nicht. Kann es sein, frage ich mich, dass dieser Wunsch auf der Energieebene, das klingt fast schon esoterisch, autark zu sein, auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass vielleicht die Energiepolitik nicht mehr so großes Vertrauen genießt und auch das, was so das Erreichen von Klimazielen angeht, dass die Menschen zumindest einfach das Gefühl haben, dass sie da
eher vielleicht die Dinge selber in die Hand nehmen sollten, anstatt darauf zu vertrauen, dass die Politik TM da endlich die richtigen Handlungen vorantreibt? Kann es sein, dass es einfach auch sowas von ich will mich gut fühlen, weil ich mach's ja richtig zu tun hat? Bei mir ganz sicher. Ich möchte gerne mich gut fühlen, weil ich Sachen richtig mache. Definitiv. Ich möchte gerne mein Gutmenschtum genießen. Mein tendenziell leicht angegrüntes, nicht ganz so linkes, aber dann doch Gutmenschtum. Das möchte ich gerne pflegen. Ich möchte mich toll fühlen dabei und mir selber immer sagen, schau mal, du machst alles richtig. Das ist schon auch ein Grund. Und da ist gar nicht so viel Ironie dabei, wie es vielleicht jetzt gerade anklingt. Das ist nur reiner Selbstschutz. Aber es ist das, was Alexa gesagt hat. Ich bin so genervt von diesen... Von Herrn Söder. Von Herrn Söder. Viele Grüße an dieser Stelle. Ja, genau. Viele Grüße. Söder. Große Nummer. Verpiss dich. Nein, ich habe tatsächlich, das ist, ich bin so genervt von diesem Hin und Her und von all den Dingen und diesen ganzen, also diese Abhängigkeit von Russland, die mir da so vor Augen geführt wurde, das hat mich richtig schockiert. Ich dachte, sag mal, Moment mal, wie ist das jetzt? Jetzt dreht der Typ durch, überfällt einfach ein anderes Land. Plötzlich gibt's für mich weniger Nudeln und keinen Strom mehr. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich habe da keinen Bock drauf. Das hat mich tatsächlich richtig genervt. Wo du das sagtest, diese Abhängigkeit von Putin. Es gibt das und es gibt noch einen anderen Bereich, der mich wirklich, also ich stehe ja wirklich nun auf dem Boden des Grundgesetzes und bin absolut pro Demokratie und so weiter, ihr wisst es alle. Aber ich habe in einem Punkt wirklich eine große Erschütterung meines persönlichen Vertrauens in die Politik erlebt, nämlich als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Bevölkerungsschutz zu beschäftigen. Wie kann ich einem Land, einer Regierung vertrauen, die über Jahrzehnte hinweg den Bevölkerungsschutz quasi auf Null gefahren hat? Den Bevölkerungsschutz. Und ich finde, den Bevölkerungsschutz, Schutzräume, Warntage, Sirenen, was auch immer, weil sie das Gefühl hat, der Kalte Krieg ist vorbei, Putin ist ein lupenreiner Demokrat, wir brauchen das alles nicht mehr. Naja gut, also ich meine, da muss man aber schlichtweg sagen, das hat unser aller Geld gekostet und das macht sich einfach gut, aber Holm, politisch zu sagen, wir sparen das halt ein. Das ist wie mit einer Krankenversicherung. Ich spare mir die Krankenversicherung, weil die brauche ich auch nur so selten, da kann ich das Geld auch sparen. Ja, was ist denn das für eine Denkweise? Ja, die Frage ist doch tatsächlich, was sagen die Leute, wenn sie einfach mehr Steuern zahlen sollen? Das ist Die Leute meckern immer, wenn sie mehr Steuern zahlen müssen. Aber du musst den Leuten doch, ich finde, ein bisschen geht das eben auch in Richtung Energiepolitik. Du musst solche Dinge doch auch klar kommunizieren. Du musst Abhängigkeiten klar benennen, du musst Fehler klar benennen und du musst sagen, was du gedenkst zu unternehmen, um gewisse Ziele zu erreichen. Und da finde ich, ist in den letzten Jahrzehnten wirklich viel falsch gemacht worden. Jetzt sind wir aber gut abgedriftet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, für sowas bin ich immer gut. Ich würde gerne, wenn wir den Volker da haben, ich hoffe, dass der eine Antwort hat, weil mich ärgert der Holm immer mit seiner Statistik, wenn er dann immer sagt, guck mal, jetzt ist gerade dunkel, es gibt auch keinen Wind. Das nervt unglaublich jedes Mal, ne? Es ist unglaublich bewölkt. Oh, so, immer dienstagsabends um 8 oder so. Okay, ja. Und dann sagt er immer, ja, und wo holst du jetzt die Energie her? Was machst du jetzt? Und dann lehnt er sich immer so zurück und sagt, willst du Kohle verbrennen oder willst du Kernkraft? Das ist CO2-neutral. Das Grinsen ist das, was mich da so... Die suffisante, dieser leichte Hass in seinem Blick. Machen wir mal einen Gegenvorschlag. Wir schalten mal alles andere aus, außer die Kernenergie in Deutschland und gucken mal, was passiert. Ja, wenn wir die Kernenergie nicht schon ausgeschaltet hätten, dann könnten wir das machen. Ja, naja, momentan haben wir 5% Kernenergie und die, die wir hatten, dann waren wir bei ein paar 20. Also das würde uns natürlich dann auch nicht helfen. Also ist vollkommen klar, wir sind jetzt bei 50% erneuerbaren Energien. Das heißt ja, wir haben 50% erneuerbar und die anderen 50. Und je nachdem, also wenn ich die eine Hälfte wegnehme, dann kommt die andere Hälfte nicht zurecht und genau andersrum. Also wenn ich jetzt natürlich die Kohle, die Kernenergie und jetzt komplett wegnehme, dann können die Erneuerbaren es nicht sicherstellen. Und wenn ich die Erneuerbaren aber komplett ausschalte, dann kommt der andere Kram auch nicht mehr damit zurecht. Das ist halt eine Stromsituation, wo wir 50-50 haben, halt momentan die Situation. Speicher haben sich noch nicht gerechnet. Also hätte man bauen können, aber die wären einfach irre teuer gewesen, hat man noch nicht gebraucht, weil man konnte jetzt immer sagen, wir haben ja noch die andere Hälfte und wenn es nicht ausreichend Sonnenwind da ist, dann kann die andere Hälfte halt einspringen. So, jetzt kommt ja der zweite Teil der Energiewende. Jetzt wollen wir halt von 50% auf 100 kommen.
Und dann kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo wir auch dann sagen müssen, okay, jetzt müssen wir erwachsen werden und das alles übernehmen. Und dann brauchen wir halt einfach Speicher. Das heißt also, wir müssen jetzt also als nächsten Step weiter Solar und Wind ausbauen und dazu Speicher stellen, die dann halt auch in der Lage sind, am Anfang kurze Zeiten, weil wir ja immer noch den anderen Kram eine Zeit lang haben. Und wenn wir den irgendwann komplett ersetzen wollen, dann müssen die Speicher halt auch mal 2-3 Wochen überbrücken können. Klar, aber wie speichern wir denn? Aber wie speichern wir? Wir haben ja gerade schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Ja. Was ist denn so eine Speichertechnologie der Zukunft, die das dann machen kann, dann kann ich dem Holm demnächst sagen, siehste, in 10 Jahren haben wir das. Das ist der eine Speicher, nicht? Also wir bauen jetzt nicht irgendwo in Bayern diesen Megaspeicher auf, wo wir dann hinpilgern können, sagen, boah, das ist jetzt da. Nein, in Bayern sicher nicht. Genau. Es wird eine Kombination sein. Also wir werden einerseits, werden wir versuchen, den Strom erstmal intelligent zu verteilen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Elektroautos habe, dann macht es ja zum Beispiel Sinn, mein Elektroauto, was ja eine riesen Batterie drin hat, die ich vielleicht einmal die Woche lade, dann mache ich das natürlich dann, wenn Wind da ist und nicht gerade dann, wenn ich eine Flaute habe und dafür eigentlich ein Kohlekraftwerk anschmeiße. Ja, aber wenn gerade die Russen kommen und ich muss weg, stehe ich blöd da mit meinem Elektroauto. Ja gut, aber ich glaube, dann kannst du eh nirgendwo hin, wenn die anfahren. Wenn ich hinfahre und zwischendurch eine halbe Stunde halte, um aufzutanken, dann funktioniert ja, auf der Flucht vor den Russen ist das eine super Idee, wenn ich eine halbe Stunde... Ja, ich weiß. Naja, können wir jetzt mal, können wir jetzt glaube, mal Volker ausreden lassen? Ja... Kurz und klein zu schießen, haben wir ein anderes Problem. Ja, das stimmt. Und, also, das heißt, wir müssen erstmal das clever verteilen oder auch die Wärmepumpe, die du einbauen wirst. Genau, die läuft dann vor allen Dingen, wenn wir viel Solar und viel Windstrom haben. Und dann können wir schon den Bedarf und das Angebot relativ vergleichmäßigen. Dann haben wir natürlich auch Zeiten, wo wir überbrücken müssen. Und nun kommen, die Speicher werden intelligenter werden. Also zum Beispiel Elektroautos. Elektroautos haben eine Batterie und im Schnitt fahre ich damit 50 Kilometer. Aber eine Elektroautobatterie ist so groß, dass man rein rechnerisch damit eine Wohnung eine ganze Woche lang mit Strom versorgen kann. Dann kann man sagen, okay, wenn wir 1-2 Tage zu wenig Strom haben, warum kann die Elektroautobatterie nicht was zurückspeisen ins Netz? Und damit können wir eine halbe Nacht überbrücken. Also da kommt warum schon mal kann sie das zusammen. Denn nicht? Also kann sie ja offensichtlich. Darf sie nur nicht oder was ist das Problem? Genau, also technisch ist das möglich, aber momentan ja, also funktioniert es noch nicht wirklich. Da müssen wir gucken, dass wir da die Rahmenbedingungen setzen, dass das auch dann läuft. Mhm. Dann werden wir noch ein paar andere Batteriespeicher zentral hinstellen. Da passiert auch relativ viel. Also du hast ja vorhin auch schon drüber geredet. Photovoltaikanlage gleich mit Batteriespeicher, die du kaufen willst. Also da hast du dann auch schon einen Speicher im Keller, der dann dir über die Nacht hilft. Das hilft uns dann, wie gesagt, für einen Tag. Und wenn wir dann längere Zeiten haben, also oftmals jetzt zum Beispiel den ganzen Sommer über, haben wir immer nur eine Nacht über zu überbrücken müssen. Tagsüber ist ausreichend Solarstrom da, Nacht halt nicht, dann reichen uns die Speicher. Im Winter haben wir halt mal 3 Wochen, wo zu wenig ist. Und da brauchen wir dann Langzeitspeicher. Und da kommt jetzt der Wasserstoff ins Spiel, den wir vorhin gehabt haben. Der ist zwar unheimlich ineffizient, aber wenn wir diesen Wasserstoffspeicher einmal im Sommer aufladen und einmal im Winter wieder entladen, dann sind die Verluste auch nicht so schlimm. Und Speicher haben wir ja genug. Die füllen wir jetzt gerade mit Flüssiggas. Vorher haben sie mit Putins Gas gefüllt, jetzt mit Flüssiggas von Trump oder wer immer Präsident Amerika wird. Also auch nicht besser. Deswegen sollten wir das möglichst schnell ersetzen. Und wenn die Speicher dann halt nicht mehr gebraucht werden, weil wir kein Erdgas mehr reintun, können wir die natürlich für Wasserstoffspeicherung nutzen. Und dann wird da auch ein Schub raus. Das heißt also, die Idee tatsächlich, das Erdgas durch Wasserstoff zu ersetzen, das hatte ich ja schon mal vorhin gesagt, das habe ich auch gelesen, ist durchaus eine Idee langfristig, um dann die Energiewende komplett zu vollziehen, dann, so wie du es beschrieben hast. Die Frage, genau, also das Gas werden wir ersetzen durch erneuerbares Gas, aber wir werden nicht mehr alles damit machen können, weil die Gasmengen so groß sind. Also wir werden mit dem Gas nicht heizen können, weil dann brauchen wir so viel damit, dass es. Na klar, halt also geht jetzt fürs genau, Land, also Industrie und solche Dinge. Genau, aber man kann jetzt mit Solarstrom Gas erzeugen und damit kann ich theoretisch die gleichen Sachen machen wie mit Erdgas. Sag mal, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich damit irgendwie unbeliebt mache, aber wäre es nicht total super intelligent irgendwie so gewesen, wenn wir vor ein paar Jahren gesagt hätten, wir behalten erstmal die Atomkraftwerke, damit wir nicht ganz so viel Kohle verbrennen und damit unsere Umwelt vernichten? Und gucken dann, wenn wir es uns leisten können, also ökologisch leisten können, dass wir auf die AKWs irgendwie verzichten, weil wir jetzt genug Sonnenenergie haben. Ich verstehe jetzt gerade im Moment nicht so richtig, warum das so gelaufen ist. Also ich bin kein Atomkraftgegner per se, das muss man dazu sagen. Vielleicht auch, weil ich zu wenig drüber weiß oder wegen dem Holm oder keine Ahnung. Aber ich verstehe nicht, wenn das wichtigste, das größte Problem, was wir gerade haben, ist, dass sich unsere Erde aufheizt, weil wir einfach zu viel, weil wir das tun, was wir tun, weil wir zu viel fossile Energie verbrennen. Ist dann das kleinere Übel nicht doch die Atomkraft, auch wenn da
gelegentlich. Naja, man hat halt lange Zeit gesagt, das kleinste Übel ist das Gas. Ja? Also man hat halt gesagt, wir ersetzen erstmal alles durch Erdgas und dann können wir von da aus so langsam umstellen. Und jetzt haben wir halt immer das Veto mit Erdgas und damit laufen die Kohlekraftwerke. Du hast das Veto eingelegt. Ja, das ist eine vollkommen, also ob ich nun Kohle oder Gas verbrenne, ist die Wahl zwischen Pest und Cholera fürs Klima. Also deswegen die Story ist von den Energiekonzernen. Warum haben wir das Ganze? Wir haben den Kernenergieausstieg gemacht aus, wir haben Fukushima gehabt, berechtigten Gründe, da können wir ja gerne hier streiten noch, ob das irgendwie sinnvoll ist. Aber was wir dann noch gleichzeitig gemacht ist, wir haben den Ausbau erneuerbarer Energien runtergefahren. Das heißt, ich kann ja nicht gleichzeitig aus der Kernenergie aussteigen und weniger Solar- und Windenergie bauen. Dass das am Ende nicht funktioniert, ist klar. Worauf läuft das hinaus? Ich brauche mehr Kohle. Und natürlich, wir haben noch vor 2 Jahren darüber gefochten, ob wir 2038 oder 2048 aus der Kohle aussteigen. Das heißt, für die Energiekonzerne war das doch irgendwie, das war gewollt. Das heißt, wir wollten aus der Kernenergie raus, wir wollten auch keine Erneuerbaren machen, damit die Energiekonzerne mit ihren Kohlekraftwerken halt noch viele Jahre Gewinne machen können. Und der Klimaschutz war bei dieser ganzen Aktion relativ egal, muss man ganz klar also sagen. Also stellen wir fest, dass es eine blöde Idee war, die Erneuerbaren nicht auszubauen. Und klar, wenn ich die Kernenergie abschalte und nichts einschalte, dann habe ich irgendwann ein Problem. Aber das ist natürlich klar. Also das Problem ist nicht das Abschalten der Kernenergie, sondern ist der mangelnde Ausbau erneuerbarer Energien, um das wieder aufzufangen. Naja, oder beides. Weil ich meine, wenn wir jetzt die Kernenergie hätten laufen lassen können, bei verhältnismäßig sicheren Atomkraftwerken, die jetzt nicht irgendwo stehen, wo ich Sorge habe, dass wieder irgendeine Katastrophe passiert oder wo die Sorge hoffentlich geringer ist, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann es in meinem Hirn nicht nachvollziehen, warum das Die Sicherheitsfrage ist ja immer subjektiv im Endeffekt, nicht? Also da können wir sehr, sehr lange drüber diskutieren. Also es gibt ein Restrisiko, das ist da. Und irgendwie die einen sagen, das ist klein, die anderen sagen, die ist groß. Lassen wir die Diskussion hier mal weg. Ich glaube, an diesem Tisch werden wir uns darüber nicht einigen. Aber es gibt eigentlich verschiedene Gründe, warum ich diese Kernenergiediskussion eigentlich als Ablenkungsdiskussion finde, nicht? Also wir sehen, dass wir weltweit, also wir waren bei der Kernenergie in Deutschland mal bei 4-5% am Gesamtenergieaufkommen. Also beim Klimaschutz interessiert mich jetzt nicht nur der Strom, es interessiert, was wir als Gesamtkuchen haben. Ja, wir waren bei 30% der Stromversorgung. Der Strom ist aber ein Fünftel des Gesamtenergieaufkommens. Das heißt also, wenn ich mir den Gesamtenergiekuchen angucke, dann muss ich halt das durch 5 teilen. Ne? Und das ist dann der Anteil, den die Kernenergie zum Klimaschutz beiträgt. Das heißt, wir sind im einstelligen Prozentbereich. So, kann man drüber diskutieren, ob das nun sinnvoll ist oder nicht, aber wenn wir Klimaschutz machen wollen, heißt das, wir müssen mal auf die Hälfte raus. So, also wenn ich jetzt irgendwie für die Kernenergie bin, dann müssen wir auch sagen, okay, dann müssen wir schauen, dass wir vielleicht die Hälfte abdecken. Das heißt aber, dass wir 100 neue Kernkraftwerke bauen müssten. Also das also jetzt mal so 100? Eine Handvoll weiterlaufen lassen. Ja, die Hälfte der Energieversorgung. 30 wäre ja schon mal viel erreicht. Ja, 30 Kernkraftwerke sind in Deutschland 15% oder sowas. Also was hilft uns das? Also ob wir nun 85% CO2 ausstoßen oder 100, ist am Ende auch egal. Finde ich jetzt persönlich zwar nicht, aber wir haben einen gewissen Block solide Grundlast drin. Das ist naja, wir fahren mit 200, wenn wir den Klimaschutz angucken, wir fahren mit 200 auf eine Betonmauer zu, sage ich mal, um das mal plastisch zu machen. Und jetzt sagt man, na gut, ist doch toll, wenn wir 10% einsparen, dann schlagen wir halt mit 180 ein. Also das ist irgendwie... also von, ja, aber von Volker, ist da die Diskussion nicht die ähnliche wie die Leute, die dann immer auf andere Länder deuten und sagen, ja, wir mit unserem Deutschland, das ist ja gar nicht so viel, aber wenn die mal erstmal? Nein, wir müssen gucken, dass wir den Ausbau Erneuerbarer so hinkriegen, dass wir in 15 Jahren klimaneutral sind. Das heißt, wir müssen die Ausbaumengen an Solar- und Windenergie so hochziehen, dass wir das hinkriegen. Also das bisschen Solarenergie momentan ist auch witzlos. Also da können wir uns darauf doch einigen. Ja, also es ist ein guter Anfang, aber dass wir jetzt mit der Solarenergie, wir haben 20% erneuerbare Energien am Gesamtenergieaufkommen. Beim Strom sind wir bei 50%. Für den Klimaschutz reicht das alles hinten und vorne nicht. Also das können wir auch sein lassen. Also wenn wir jetzt sagen, also auch wir sagen, mit dem, was wir jetzt gemacht haben, mit Solar- und Windenergie, retten wir das Klima? Da kann man auch sagen, nein. Also das ist irgendwie ein Einstieg gewesen in die Technologie. Aber Klimaschutz heißt, dass wir klimaneutral sind, dass wir 90-100% CO2 einsparen und nicht 20. Und deswegen ist alles, was wir bis jetzt gemacht haben, reicht hinten und vorne nicht. Das ist, wie gesagt, mit dem Auto auf die Betonmauer. Wir haben es geschafft, durch die Energiewende das Tempo von 200 auf 160 zu reduzieren. 20% eingespart, aber irgendwie, wenn ich mit 160 aufschlage, bin ich genauso tot, als wenn ich mit 200 aufschlage. Ja, also schon, nur wenn ich verschiedene Bremsen habe in diesem Auto, dann sollte ich irgendwie alle gleichzeitig ziehen und von keiner Seite. Wenn die zweite Bremse dazu sorgt, dass ich auf 155 runterkomme, bringt das halt auch nichts. Und dann müssen wir einfach schauen, ja, dass vielleicht wir sagen, also eine Kombination von mehreren Maßnahmen. Ich glaube, wir haben hier zwei verschiedene Diskussionen. Die erste Diskussion ist, wird Kernenergie ein großer, wichtiger Teil der zukünftigen Energieversorgung sein? Und das glaube ich auch nicht. Ja. Aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich deswegen, weil sie richtig, richtig teuer ist, weil es sehr lange dauert, das zu bauen.
und auch weil Kernenergie kein besonders guter Partner für fluktuierende alternative Energieträger ist. Das geht nicht. Und wir schaffen die Unabhängigkeit von Putin damit auch nicht. Ich meine, der verdient auch am Rückbau von AKWs, aber das auch das sind Argumente. Volker, du hast gerade unseren Chat zerstört. Die sind jetzt alle völlig am Boden. Du musst das nachher wieder aufbauen, was du hier vernichtet hast an Motivation. Ich wollte es nur sagen. Weiter, Florian. Ich glaube aber, das, was du, Tommy, vorhin aufgebracht hast, eine andere Diskussion ist. Und das ist die Diskussion, war es klug, den Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland so zu machen, wie er gemacht wurde? Ja. Und das ist für mich was anderes. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, man hätte den Ausstieg langsamer machen sollen und möglichst schnell raus aus der Kohle gehen sollen. Ja. Das meinte ich wäre eigentlich. Die richtige Reihenfolge wäre raus aus Kohle, raus aus Gas, raus aus Kernenergie. Das hat man nicht gemacht. Na gut, das ist eine Entscheidung, die ist so getroffen worden. Damit muss man jetzt irgendwie leben. Aber ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Man kann der Meinung sein, dass der Atomausstieg, so wie er gemacht wurde, nicht klug war und gleichzeitig der Meinung sein, dass Kernenergie keine große Zukunft haben wird. Ja, vielleicht will ich da nochmal einsteigen. Also wir haben also den Fehler gemacht, dass wir erneuerbare Energien nicht stark ausgebaut haben. Deswegen sind wir momentan in dem Problem. Wenn wir jetzt, also wir haben ja jetzt Ziele vom Herrn Habeck, die Erneuerbaren sehr schnell auszubauen, Solar- und Windenergie. Aus meiner Sicht ist der Ausbau noch zu langsam, was das Wirtschaftsministerium plant. Wir werden damit die Klimaschutzziele in Deutschland nicht einhalten können. Das ist auch nicht verfassungskonform von den Ausbaumengen, aber Schwamm drüber. Trotzdem, wenn wir uns mal angucken, rein rechnerisch, werden wir, wenn wir diese Mengen ausbauen an Solarenergie, in 4-5 Jahren an einem Punkt sein, wo wir im Sommer tagsüber 100% haben, nachts null. So, und das ist eine Betriebsart, die ich mit den bestehenden Kernkraftwerken nicht hinbekomme. Also ich kann kein Stop-and-Go fahren. Und deswegen wäre früher oder später bei den bestehenden Kernkraftwerken sowieso der Zeitpunkt gekommen, wo wir gesagt haben, die sind technisch nicht mehr in der Lage. Das gilt auch für die Braunkohle als Grundlastkraftwerke. Ja, also wir kommen irgendwann an einen Zeitpunkt, wo ich die Versorgungssicherheit nur noch mit regelbaren Kraftwerken hinkriege, die auch wirklich, ein Kernkraftwerk kann ich auch in gewissen Toleranzen regeln, aber ich kann kein Stop-and-Go machen. Also ausschalten, 4 Stunden später wieder anschalten. Ja, also diese Betriebsart geht mit dem Kernkraftwerk nicht. Die geht auch nicht mit einem grundlastfähigen Braunkohlekraftwerk. Und deswegen geht als Backup irgendwann nur noch die Kohle und das Gas. Und deswegen ist das eigentlich logisch. Nur wir haben bei dem Kernenergieausstieg halt versäumt, in die erneuerbaren Energien einzusteigen. Ja, das ist, und das kann man der Regierung halt vorstellen. Dann hast du immer noch das Speicherproblem. Ja, klar. Also deswegen müssen wir ja sehr schnell auch die Speicher jetzt anfangen. Aber die Speicher, das sagen die Studien, kommen halt so bei 70% erneuerbaren Anteil, werden sie halt dann wirklich sehr wichtig und relevant. Und deswegen haben wir die halt momentan nicht gemacht. Und ich meine, die letzte Regierung hatte auch keine Lust, irgendwie den Anteil erneuerbarer Energien deutlich auszubauen. Da brauche ich ja natürlich keine Speicher, die kosten ja dann nur Geld. Wie genau kann man denn aus heutiger Sicht sagen, was diese Speicher sein werden? Da haben wir ja gesagt, also wir werden anfangen erstmal mit Lastverschiebungen, das kostet eigentlich fast nichts. Deswegen ist die billigste Art, dann kommen Batterien dazu und dann irgendwann müssen wir halt in die Wasserstoffspeicherung einsteigen, wenn wir wirklich diese langfristigen, die längeren Täler dann überbrücken müssen. Aber die brauchst du ja halt eigentlich in dem Moment, wo du die fossilen als Ausgleich nicht mehr hast, um die Lücken zu füllen. Ja, fossile hast du nicht mehr, wenn du bei 100% erneuerbar bist. Wenn du bei 90% erneuerbar bist, hast du ja immer noch fossile im Backup. Naja. Ja. Genau. Und das heißt also, natürlich müssen wir die Fossilen dann intelligent rausdrängen, nicht? Dass die also dann für die Zeiten, wo wir dann halt auch noch Lücken haben, die dann auch noch abdecken können, klar. Vorhin hat radikale Buckelwale, sehr schöner Alias, geschrieben. Standpunktfrage. Ob wir mit 180 oder mit 160 in die Mauer einschlagen, das macht für uns keinen Unterschied, aber für die Mauer. Sprich, wenn wir hops gehen, gehen wir hops, aber wir richten weniger Schaden im Gesamten an, sodass die Welt eine größere Chance hat. Das ist sehr schön gedacht. Ich glaube, das ist etwas, wo die wenigsten Menschen gerade dran denken, dass sie, wenn es uns nicht mehr gibt, sagen, aber wenigstens geht es der Welt besser. Und die Welt wird, die Welt an sich wird ja nicht untergehen. Wir sind halt nicht mehr da und irgendwas wird schon noch weiterleben. Aber da haben wir ja nichts mehr von. Dann. Ja, vielleicht übernimmt dann die Kakerlake irgendwie die Weltherrschaft. Sag ich immer, die Kakerlake und die AOL-CDs. Das wird irgendwie eine Art von Konglomerat eingehen, weil es da so wahnsinnig viele davon gibt. Hybride Lebensformen, bestimmt. Man sollte bei diesen Szenarien aber auch mal auf dem Teppich bleiben. Also ich meine, wenn wir uns die Projektionen angucken und ich denke, dass wir in die oberen
Klimaprojektionen, also in die ganz negativen Szenarien reinkommen. Die Gefahr sehe ich eigentlich im Moment gar nicht mehr, weil überall auf der Welt was gemacht wird. Hast du gerade jetzt was Positives gesagt, Holm? Ja, warum? Also nee, ich denke, man muss da irgendwo, natürlich wird sich die Welt verändern und wir haben es in der Hand, wie dramatisch sie sich verändert, aber wir sollten nicht ständig damit argumentieren, dann gibt's uns nicht mehr. Also das. Ja, wobei, jetzt muss man aber auch sagen, wenn wir alle ein bisschen machen, das klar, und dann sind wir so in Europa, da haben wir es noch ganz gut. Dann nehmen wir aber auch in Kauf, dass es Regionen, tun wir ja jetzt schon, wo Menschen verhungern, wo Menschen. Ja, aber das ist die reale Diskussion. Das sind die realen Risiken, über die wir reden müssen. Genau, dass das wir möglicherweise das wir Regionen in Afrika haben, die einfach unbewohnbar werden. Aber, also das ist richtig. Und da leben Menschen. Also irgendwann wird es natürlich auch auf uns durchschlagen, muss man einfach gucken, nicht? Also wenn wir jetzt die Worst-Case-Szenarien sagen, dass wir Ende des Jahrhunderts den Lebensraum von 3 Milliarden Menschen zerstören, die werden natürlich jetzt nicht da warten und sagen, ich bleibe jetzt hier sitzen, bis mich der Hitzetod dann trifft. Die werden natürlich alle versuchen, irgendwo anders hinzugehen. Das heißt, wir werden natürlich mega Konflikte haben. Und dann stelle man sich mal vor, in Amerika, wo Donald Trump Präsident wird und Amerika eine Dürre hat und sich nicht selber ernähren wird, aber Russland ihm das Getreide nicht verkaufen möchte. Genau. So, das ist so ein Szenario, wo man dann überlegen kann, okay, wie wird das weitergehen? Und das sind so Sachen, wo man sagt, also klar, der Planet wird nicht komplett aussterben und es wird auch Lebensräume geben, wo Menschen noch leben können. Die Frage ist, ob die Konflikte, die ausgelöst werden mit einer an die Zähne bewaffneten Welt, mit Nuklearsprengköpfen, ob diese dann wirklich irgendwie noch beherrschbar bleiben. Und da sind sich die meisten in der Wissenschaft mittlerweile einig, dass wir, wenn wir so 4, 5, 6 Grad Erwärmung haben, dass wir das wahrscheinlich nicht mehr kontrollieren können. Das heißt, wir haben nämlich nicht nur die reale Bedrohung durch die Szenarien, die wir jetzt schon absehen können, sondern wir haben auch eine reale, konkrete Gefahr bald für unsere westlichen Demokratien, die ja jetzt schon zwar nicht so sehr, wie manche behaupten, aber doch ein Stück weit konfliktbelastet sind. Und wir müssen ja noch dazu sehen, dass es Menschen gibt, die genau dieses Konfliktpotenzial und genau diese negativen Szenarien, die uns jetzt schon fast ereilen, ausschlachten werden für ihre eigenen politischen Ziele. Und das kommt nochmal als Gefahr obendrauf. Das heißt, die konkreten Auswirkungen, die werden nicht sein unbedingt, dass wir hier alle im Sommer tot umfallen, sondern die werden sein, dass unsere Demokratie in eine absolute Schieflage gerät. Und das reicht schon aus, um uns hier allen richtig Dampf zu machen. Ja, natürlich, klar. Aber ich denke, da sollte man einfach die Dinge realistisch ansprechen. Ja, also dieses, wir sind dann alle nicht. Klar, eben, ist schlimm genug, aber dieses, wir sind dann alle nicht mehr da. Also wir wahrscheinlich sowieso nicht, aber ich hätte auch gerne, dass meine Tochter entspannt leben kann. Definitiv. Genau. Wisst ihr was? Wir haben die ganze Zeit über Strom geredet. Es gehören ja, also eigentlich gehört zur Autarkie ja noch andere Dinge dazu, aber ich glaube, das würde einfach zu weit führen. Also ich würde ganz gerne nochmal, nochmal einen anderen Punkt haben. Wir haben jetzt ja sehr oft auf Deutschland geguckt, haben auf die deutsche Politik geschimpft. Lass uns auf die österreichische Politik schimpfen. Ja, das machen wir ja sonst immer, insbesondere wenn Florian da ist. Aber mich würde mal interessieren, Volker, wie siehst du denn europaweit? Und das, ohne dass man jetzt sagt, was machen denn die anderen Länder? Aber wie realistisch ist es denn? Also man könnte jetzt ja auch sagen, gut, dann schalten wir hier alle Atomkraft ab, wir machen die Verbrennungstechnologie, machen wir auch weg. Und dann haben wir so Länder wie Frankreich, die haben ja noch ganz viele Atomkraftwerke, dann kaufen wir da halt teuer den Strom, um die Last aufzufangen. Also muss man sich zumindest europäisch, natürlich müssen wir es global denken, aber muss man nicht 100% Erneuerbare auch wirklich europäisch, also zumindest da mal anfangen? Wie bewertest du das? Bewegen sich unsere Partner in Europa auch in die Richtung? Na, unterschiedlich, muss man ganz klar sagen. Aber ich meine, da können wir damit gehen, was Holm vorhin gesagt hat. Je größer das System wird, desto einfacher wird es. Also das Europäische, der Europäische Verbund hat natürlich auch Vorteile. Also zum Beispiel mit Windenergie, ne? Also wir haben manchmal auch Flaute. So, es gibt aber nie Flaute in ganz Europa. Also weil das hängt mit dem Durchmesser eines Tiefdruckgebiets zusammen. Irgendwo habe ich ein Hoch, irgendwo habe ich ein Tief und das verteilt sich. Das heißt also, wenn ich einen großen Verbund habe, 2000 Kilometer Entfernung und verteile den Strom, dann kann ich wesentlich mehr Gleichmäßigkeit, kann ich mir die Speicher dann größeren Teils auch schon sparen. Also das heißt, es macht immer Sinn, sich europäisch zu vernetzen und dann weiter zu verbinden. Und von den Ländern, die Skandinavier sind sehr gut unterwegs. Die Dänen haben zum Beispiel schon 75% erneuerbaren Strom, im Wesentlichen Wind. Gut, Norwegen hat traditionell schon ganz viel Wasserkraft. Und dann ist Deutschland schon relativ weit vorne.
und aber auch die anderen Länder starten jetzt durch. Ich meine, die haben ja die gleichen Probleme mit den Energiekosten und da werden wir jetzt ganz andere Dynamiken sehen. Also wir sehen jetzt gerade bei der Solarenergie, dass da Zubauten von der Produktionskapazität da sind. Also rein rechnerisch werden wir mit der Solarenergie in 10, 15 Jahren so Richtung der Hälfte der Weltenergieversorgung streben. Und das findet ja nicht nur in Europa statt, sondern das weltweit. Also wir sehen jetzt auch in Ländern wie Indien, wo plötzlich Kohlekraftwerksprojekte gestoppt werden, weil die viel zu teuer sind und die bauen sich jetzt Solaranlagen hin. Nicht, weil sie das Klima schützen wollen, sondern weil es einfach billig ist. Und das ist natürlich die Riesenhoffnung, die man auch bei dem Klimaschutz haben kann, dass man sagen kann, okay, wir versuchen oder wir lassen, also wenn wir keine Subventionen hätten, dann würde ich sagen, okay, das Ding ist gewuppt. Die Erneuerbaren sind die billigsten. Aber laut IEA gehen 5.000 Milliarden Euro in die Subvention fossiler Energieträger jedes Jahr rein. Und dagegen müssen wir halt ankämpfen. Und das macht es halt sehr, sehr, sehr schwierig. Aber ansonsten ist Solarenergie die billigste Technologie. Selbst in den Vereinigten Arabischen Emirate baut man jetzt Solarkraftwerke. Also nicht, um das Klima zu retten, sondern weil es einfach billiger ist, als ihr eigenes Öl zu verbrennen. Und das ist natürlich schon eine gute Chance. Deswegen passiert da mehr. Und wir werden in 10 Jahren wo ganz anders stehen, was wir uns heute eigentlich auch noch nicht gedacht haben. Es ist halt die Frage, ob es schnell genug ist, um die Klimakrise noch irgendwie stoppen zu können. Wobei man natürlich sagen muss, wenn wir über 2000 Kilometer Entfernung reden, dann wird es mit Stromleitungen halt auch langsam schwierig, weil du dann halt Leitungsverluste hast, die anfangen relevant zu werden. Klar. Bist also du irgendwann bei den Leitungsverlusten nicht in der Größenordnung, die du auch bei der Wasserstoffspeicherung hast? Na nee, mit einer HGÜ-Leitung kriege ich auch mit 10% Verlusten mit über was? 2000 Kilometer. Mit einer was? Hochspannungsgleichstromübertragung, HGÜ. Genau, also das heißt, mit den bestehenden Leitungen, die wir hier in Deutschland haben, dann sind natürlich 300, 400 Kilometer irgendwie, dann ist dann Schluss, weil dann die Verluste zunehmen. Aber wir haben ja andere Länder, zum Beispiel Russland oder Brasilien, also da sind auch schon Transportentfernungen oder auch China hat jetzt auch Leitungen gebaut, die weit über 1000 Kilometer rausgehen, weil die einfach dann große Wasserkraftwerke zum Beispiel fernab von den Ballungszentren haben, dann müssen den Strom einfach hinleiten. Das geht heute technisch. Dann hat man aber andere Leitungen, als wir heute halt hier in Deutschland haben oder in Europa. Alexa? Spricht man eigentlich auch mal im Zusammenhang mit technischen Entwicklungen über die Sicherung solcher Anlagen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir vielleicht in Zukunft eine etwas konfliktbeladenere Welt haben? Wird da auch mal drüber gesprochen, wie man sowas vor Sabotage schützen kann? Ist eine spannende Frage. Die Leitungen sind natürlich ein Problem. Deswegen würde ich auch die Leitung immer nur als Ergänzung sehen. Und ein System sollte auch ohne diese Leitungen dann funktionieren. Da haben die erneuerbaren Energien aber einen großen Vorteil. Also unser System ist ja schon jetzt verwundlich. Alle denken immer, es ist kein Problem. Aber ich muss einfach nur in Deutschland die drei richtigen Strommasten umsägen. Dann ist halt einfach... Sag nicht, welche es sind. Wage es nicht. Wage es nicht. Das Fachwissen, das muss man sich, kann man im Internet ergoogeln. Aber insofern... schon selber rauskriegen. Wir wollen ja hier keine Tipps geben. Aber und wenn ich jetzt einfach viele Solaranlagen und Windräder habe, dann wird das System ja insgesamt resilienter, stabiler, weil einfach der Strom halt dezentraler ist und ich einfach, sag ich mal, viel mehr Anlagen schachmatt lege. Also drei große zentrale Kraftwerke oder drei große Leitungen, wenn es die richtigen sind, dann habe ich Europa lahmgelegt. Und bei Windrädern, da muss ich schon ein paar hundert oder ein paar tausend Masten umsägen, um halt den gleichen Schaden anrichten zu können. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwann erwischt wird bei Windanlage 50, ist relativ hoch. Die sind auch relativ dick. Also man muss machen, echt da sehen dauern, haben, das ist halt, man muss lange sägen. Also sag mal, diese grausigen Brachlandschaften, die es da gibt, keine Ahnung, da zum Beispiel oben Weißwasser, polnische Grenze und so weiter, ja, wo den, wenn man da jetzt das ganze Ding, wo da weggebaggert wurde, wenn man da jetzt einfach, wo auch kein Baum mehr steht und nichts, Solaranlagen drauf tafeln würde, wie weit käme man denn dann da? Ah, es wird direkt, also gab schon Studien insgesamt, also man hat natürlich bei diesen großen Gruben hat man natürlich erstmal das Riesenloch. Das lässt man jetzt wieder mit Wasser volllaufen, da weil es einen schönen See gibt, aber also auch ist irgendwie ökologisch auch nicht so richtig prickelnd, aber man hat keine andere Idee. Und dann gibt's aber auch diese Abraumhalde. Da ist ja neben dem Loch ist ja eine gigantische Wüste einfach, wo einfach der ganze Sand hingeschaufelt wurde. Ja. Und das kann ich eigentlich auch wunderbar mit Solaranlagen zustellen. Da kann man auch Windparks machen. Da gibt's auch jetzt schon Studien dazu. Also ja, ich meine, es wird Deutschland nicht insgesamt retten, aber da reden wir schon davon, dass wir da vielleicht, was weiß ich, 5% unserer Energieversorgung rausholen könnten, alleine aus diesen Flächen. Und das ist natürlich dann schon spannend. Schreibt Böller im Sommer gerade. Böller im Sommer. Schreibt als Niederrheiner, Solaranlagen würden das Braunkohlegebiet optisch abwerten.
Eine schöne Braunkohle, ja. Gebiet. Da haben wir lang dran gebuttelt, bis das so ausgesehen hat. Nee. Aber ja, also Volker hat es ja gerade gesagt, du hast im Normalfall ja ein Restloch, was du nicht komplett zuschüttest. Selbst wenn du es komplett zuschütten würdest, würde ein Loch bleiben, weil du hast ja die Kohle entfernt. Also stimmt, ja. Und da kannst du Wasser reinmachen. Faktisch, du hast ein Restloch und du hast eine Halde. Und mit der Wasserfläche ist es halt momentan noch relativ schwierig mit Photovoltaik. Schau, Böller, im Sommer, du hast doch ein Restloch. Aber wir sind relativ weit entfernt von dem Punkt, wo wirklich die limitierende Größe bei Photovoltaik die zur Verfügung stehende Fläche wäre. Also selbst in Deutschland, wo es ja jetzt vergleichsweise enger besiedelt ist als in anderen Ländern, ist noch genug Platz, dass jemand nervt, oder? Wind haben wir eine limitierende Fläche, weil bei Wind müssen wir Abstände einhalten. Ja. Bei der Photovoltaik eigentlich nicht. Und ich kann Photovoltaik auch schön mit der Landwirtschaft kombinieren. Das heißt also rein theoretisch sind alle landwirtschaftlichen Flächen auch für Photovoltaik geeignet. Und die Hälfte von Deutschland ist Landwirtschaft. Also wir könnten rein theoretisch, rechnerisch irgendwie halb Europa mit Solarstrom aus Deutschland versorgen. Macht jetzt nicht Sinn, weil wir nicht die besten Sonnenbedingungen haben. Aber von den installierbaren Mengen wäre das möglich. Wollen wir ja gar nicht. Also bei der Landwirtschaft ist natürlich immer die große Diskussion, dann gerät dann die Photovoltaik in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Nee, es gibt ja die Agrarphotovoltaik. Wir können Solaranlagen so aufstellen, dass ich praktisch zwischen den Reihen weiterhin Landwirtschaft machen kann. Da wollte ich gerade hin und es gibt tatsächlich Pflanzen, wo der Ertrag steigt, wenn man sie teilweise verschattet. Also wo man tatsächlich dann mehr produzieren kann auf der gleichen Fläche, wenn man zusätzlich auch Photovoltaik installiert. Also im Rheingau fängt man momentan an, den Riesling zu beschatten, damit er... Da sind wir wieder beim Alkohol für den Keller. Das ist jetzt ein anderer Herleitungsweg. Ja, ich wollte gerade sagen, dass er jetzt, das muss ich sagen, als jemand, der so ein bisschen, der gerne in der Gegend unterwegs ist, das ist jetzt nicht der Alkohol, den du verheizen möchtest. Ja, doch nicht so, als hättet jedenfalls ihr in so Deutschland verheizen. Richtigen Wein, um Himmels Willen. Ach du liebe Zeit, wollen wir diese Diskussion jetzt wirklich... Wollen wir diese Diskussion wirklich führen? Ach du Scheiße. Aber was denn so mit dieser Idee? Ich weiß gar nicht, welches Land war das denn, das den Mittelstreifen von Autobahnen einfach auch vollgeknallt hat mit Photovoltaikanlagen? Also, ja, ach, da gibt es viele Ideen. Ich meine, wir haben 5% Deutschlands zubetoniert für Straßen. Wenn ich jetzt alle Straßen überdache mit Photovoltaikanlagen, habe ich mehr Strom, als wir brauchen. Wird nur relativ teuer, weil ich brauche halt eine relativ aufwendige Konstruktion. Deswegen wird es billiger sein, das irgendwo anders zu machen. Aber Flächen für die Photovoltaik haben wir, wie gesagt, genug. Ja, also alle Schulen, alle Eishallen, alles das sehe ich eigentlich jetzt auch gerade nicht, warum es nicht... Da werden wir sicherlich hinkommen, ja, warum, also die öffentlichen Gebäude. Warum das nicht alles zugeballert ist. Und ehrlich gesagt, ich finde, es sieht jetzt auch nicht so schlimm aus. Also ich... Das ist natürlich auch, weil es was positiv Aufgeladenes hat für mich, ja. Aber wenn ich jetzt hier in so ein bayerisches Städtchen hineinradle... dann sehe ich dann da lauter so Photovoltaikdächer und da sagen ja manche Leute, das ist aber Nietzsche. Und ich denke mir doch, irgendwie schon. Irgendwie finde ich das schön, weil es was Positives hat für mich. Ja, außerdem gibt es ja keinen Grund, warum das nicht designmäßig noch verbessert werden kann. Ja, indem man da so Dachschindeln draufmalt. Das ist, ja, obwohl, ich meine, weißt du, Moment, ich wünschte, ich hätte den Artikel gelesen. Es war wirklich nur eine Überschrift, irgendwie denkmalgeschütztes Haus, unsichtbare Solarzellen irgendwie in den Schindeln oder so, keine Ahnung. Ich hätte es lesen müssen, aber es flog so an mir vorbei. Ja, weil es gibt tatsächlich Dachziegel, also Dinge, die wie Dachziegel aussehen, aber Photovoltaik sind. Das geht. Also auch denkmalgeschützte Häuser sind prinzipiell, vielleicht mit etwas geringerem Wirkungsgrad und mit mehr Kosten natürlich, aber doch mit Photovoltaik zu versehen. Hm. Ja, das schreiben jetzt hier auch ganz viele. Es gibt Solarzellen, die wie Dachziegel ausschauen. Ja. Und es gibt eigentlich keinen Grund, ein Dach zunächst mit Ziegeln zu decken und dann noch Photovoltaik drauf zu packen. Also das, wenn man es von vornherein plant, ich glaube, dass wir da effizientere Methoden finden werden und dass die ganz normal werden. Ich habe noch eine letzte verzweifelte Frage zu meinem ursprünglich eigentlich so gedachten... Wie werde ich autark versuche, aber ich merke schon, dass ich kann es vergessen. Aber zum Wasser wollte ich ja noch kommen. Ich war so glücklich, dass ich da was ergoogelt hatte. So ein Gerät, das ist irgendwie so groß und das macht angeblich pro Tag... Es holt pro Tag irgendwie, was weiß ich, irgendwie 20 bis 40 oder waren es 50 Liter Wasser aus der Luft. Feuchtigkeit raus und ich habe dann Wasser. Das muss ich dann irgendwie aufbereiten, weil es ist wohl steriles Wasser oder so und ich kann das nicht einfach trinken. Weiß da irgendjemand von euch was davon? Ja, das ist
Also ich halte das für eine Schnapsidee. Das kannst du machen, wenn du in der Wüste unterwegs bist und am Verdursten bist. Aber irgendwie, du brauchst ja wahnsinnig viel Energie dafür, nicht? Also das heißt, die Idee ist ja, du kühlst die Luft runter. Das heißt, du machst praktisch einen fetten Kühlschrank und wenn du die Luft runterkühlst, dann wird sie so kalt, dass sie die Luftfeuchte nicht mehr halten kann. Und dann tropft dann da die Feuchtigkeit raus. Kennt man ja, wenn es kalt irgendwo ist. Ja, aber ich habe doch so viel Überschuss mit meiner Solaranlage. Da kann ich doch dann da ein bisschen was da in dieses... Aber den verkaufst du doch lieber den Nachbarn. Der soll doch auch autark sein. Nein, nur ich will autark sein. Wenn der dann da so heimlich mit seiner Steckdose kommt. Dann heizt dein Keller oder mach eine Gartenpumpe, das ist genauso sinnvoll. Was ist mit Solarpanelen auf Autodächern? Ja, gibt einen Hersteller, der das bauen will. Ob der zum Start kommt, wissen wir noch nicht. Also der versucht das seit ein paar Jahren, aber ist halt ein kleines Start-up. Man kann einfach sagen, die Fläche vom Auto ist halt relativ klein. Also das heißt, wir haben mal ausgerechnet, also wenn ich das Auto dann perfekt in die Sonne stelle, kann ich vielleicht 30 Kilometer am Sommer im Tag mit ernten. Ist ganz okay, ja, also aber jetzt nicht die Welt. Wenn es im Winter am Carport steht, hilft das natürlich nicht sonderlich. Ja, aber ich könnte mit den 30 Kilometern bis zur nächsten Elektrotankstelle kommen zum Beispiel. Na gut, aber muss ich auch einen Tag lang warten. Also klar, wenn ich dann morgens irgendwo liegen bleibe. Das entschleunigt. In der Zeit habe ich es geschoben. Wir fahren Donnerstag einkaufen, das heißt, ich muss Dienstag laden, damit ich Mittwoch zur Ladestation fahren kann, damit ich Donnerstag einkaufen. Also die Reichweitenangst muss man eh mal beerdigen. Also ja. Ich fahre seit 3 Jahren Elektroauto, ich bin noch nie irgendwo liegen geblieben. Ich hatte auch nie irgendwann ein Problem, dass es irgendwo nicht gereicht hätte, zu einer Ladesäule zu kommen. Ja, weil du nicht vor den Russen flüchten musstest, sondern nur bis zum Edeka fahren. Das ist klar. Aber wenn alle von den Russen flüchten müssen, dann ist das Auto sowieso keine gute Idee, weil dann sämtliche Straßen verstopft sind und wir eh Stau haben. Also dann nehme ich lieber das Fahrrad. Ich glaube, mein Opa hätte diese Idee nicht gut gefunden, wenn ich ihm gesagt hätte, nimm doch einfach das Fahrrad. Ich glaube, da hätte ich bei ihm nicht so viel. Nee, der wäre wahrscheinlich eh in seinem Keller bei den Nudeln geblieben, bei den abgelaufenen. Hier steht irgendwie, was? Sion hat, was? Da kommt Hyundai Ioniq hat eins, den Lightyear 0 kann man kaufen, ja. Bla bla bla. Sono ist so gut wie tot. Sono war die Firma, gell? Genau. Sono Motors, ja. Die wären wohl erledigt. Leider. Ja, aber ich sag mal ganz, ganz ehrlich, wenn es darum geht, deine Autobatterie zu laden und du jetzt nicht jemand bist, der irgendwo in der Mietwohnung im 5. Stock wohnt, wo es einfach außer Tiefgarage wenig Parkplätze oder wo du möglicherweise überhaupt keinen Parkplatz am Haus hast. Also ist es allemal effizienter, dir die Solarzellen aufs Dach zu packen und dann über deine Ladestation deine Autobatterie zu laden. Also das, und die Fläche ist auch relativ klein. Durch die Gegend fährt. Ja. Man kann mal gucken, also wenn ich jetzt, was weiß ich, so Richtung 10.000 Kilometer im Jahr fahren will, dann brauche ich ungefähr 10 Quadratmeter Solarpanels, um die Strommenge zu erzeugen. Das ist ein sehr komisches Auto, was du dann da hättest, wenn du da 10 Quadratmeter... Genau, aber auf dem Carport habe ich die natürlich. Das heißt also, der Carport reicht komplett aus, um mein Auto zu bewegen, das Auto selber halt nicht. Oder ich mache halt die Fensterscheiben raus, dann kann ich auch nicht mehr vorne oder hinten durchgucken, das ist halt auch ein Blödsinn. Deswegen ist es natürlich viel umweltfreundlicher, ein extrem großes Auto zu fahren, wenn man am Dach einfach ist. Jetzt wird ein Schuh draus für manche Menschen, ja, endlich. Am besten LKW für jeden. Ja, LKWs für alle, das ist es, das hätten wir gebraucht. Warum habe ich jetzt Franz Josef Strauß in meinem Kopf, das macht überhaupt keinen Sinn. Um Gottes Willen, was ist denn heute los? Jemand hat geschrieben, wir können, warte, ich finde es leider nicht mehr, weil man kann zurzeit den Chat nicht mehr anhalten, das hat vielleicht auch irgendwelche Twitch-technischen Gründe. Mingo... 713, Fitnessstudios sollten zur Stromerzeugung genutzt werden. Einfach ein Dynamo überall dran schrauben oder was? Ja, weil ich meine, da geht es doch darum, dass da Reibung erzeugt wird, damit du nicht so schnell irgendwas bewegen kannst. Geht das nicht? Theoretisch ja. Also ich habe auf YouTube ein kleines Video mal gemacht, wo wir so die Effizienz von so einem Solarpanel mal gemacht haben. Da bin ich so auf dem Trimrad gegen Solarpanel angetreten. Und? Ich habe ziemlich schnell aufgegeben. Ja. Ah, okay. Weil, ja. Ja, also man kann einfach mal gucken. Also es gibt, also wenn man wirklich versuchen will, was weiß ich, eine Tasse Kaffee mit einem Trimrad zu machen irgendwo, danach muss ich aber gleich eine Packung Nudeln essen, um das wieder aufzufüllen. weil einfach, zumindest nimmt man ab dabei. Also. Genau, und braucht dann weniger Energie. Und aber das heißt, ich bin ja so erstaunt, wie krass so Solarpanels, also was die so
sind sehr effizient geworden. Wie effizient die geworden sind. Ja, wobei, wenn es nur darum geht, was zu erwärmen, ist möglicherweise die Photovoltaik nicht der ideale Ansatzpunkt. Da kannst du möglicherweise über Solarthermie die Wärme direkt abgreifen. Da bist du eventuell. Wenn die Nudeln kochen willst, meinst du? Ja. Ein großer Parabolspiegel, vielleicht das Mittel der Wahl, wenn wir die Effizienz maximal haben wollen. Ja. Den kriegst du vielleicht auf deinen Balkon auch irgendwie zum Nudeln kochen. Das ist aber tatsächlich cool. Also so Parabolspiegel-Grills. Was? Für den, ja, kennst du das nicht? Nein. Das funktioniert tatsächlich. Ne? Du kaufst so einen großen Spiegel und im Fokus. Im Spiegelladen oder wo kaufe ich mir das? Im Grillzubehör. Tommy, dort, wo man alles kauft. Da gibt es Parabolspiegel? Ja, genau. Und die fokussieren das einfallende Sonnenlicht auf einen Punkt. Mhm. Und dort, in diesem Punkt, hängst du dein Kotelett auf und lässt es brutzeln. Also so an diesem einen Punkt ist es dann durch? Dort ist es richtig. Dort ist es dann wirklich. Oder heiß. Es ist einfach ein schwarzes Loch in meinem ansonsten rohen Kotelett. Ich habe das selbst nicht ausprobiert. Hey, super! Und es gibt wahrscheinlich elegantere Versionen des Grillens, aber so rein physikalisch ist das möglich. Ich bin ja ganz glücklich über das Ding, was du auch hast, Alexander, diese auseinanderfaltbare Powerbank für Handys. Die hat, als wir mit der Familie auf so einer Hütte waren, war das total toll. Ich habe sie halt einmal richtig vollgeladen. Und das, was dann entladen wurde, konnte ich tatsächlich, indem ich das Ding so in den Halbschatten, nicht in die Sonne, dann verbrennt es einfach, gelegt habe, tatsächlich immer wieder ausgleichen. Also da waren halt immer dann so 10, 20, vielleicht mal 30% weg. Und die wurden da aber ganz gut wieder drauf geschafft. Das hat aber guck mal, dann warst du ja autark. Das ist doch das, ja, was du wolltest. Nein, auf dem nicht ich war autark. Warst du autark. Das Telefon war autark. Ich ja. nicht. Aber das also fand damit ich. Wär ich schon, damit wär ich, würde ich mich schon vollkommen autark fühlen, wenn mein Telefon autark wäre. Das ist doch großartig. Ja, also es war wirklich, es hat super funktioniert und ich hatte keinen Grund zur Klage. Ich hatte sowas schon mal, da habe ich es aber verbrannt. Weil ich habe nämlich gedacht, viel Sonne, also sehr, sehr viel Sonne, je mehr Sonne, desto besser. Aber dann ist das Ding halt einfach in der Sonne verschmurgelt und war dann einfach nur ein welliger Bampfplastik. Das, und der Akku war dann sehr, sehr dick plötzlich. Weil so viele Elektronen drin waren. Da waren ganz viele Elektronen, die da plötzlich drin gewohnt haben, ja, genau. Und dann hat das nicht mehr so funktioniert. Also ich bin ein bisschen unglücklich, aber auf der anderen Seite auch wieder deutlich schlauer. Da waren jetzt so viele schlaue Sachen drin, dass ich vielleicht tatsächlich ein bisschen länger brauche, um das alles wieder zu vergessen und bald mal diesen Talk wiederzuführen, um das aufzufrischen. Ich habe noch eine Frage an dich, Volker. Wie optimistisch blickst du in die Zukunft? Das ist eine ganz große Frage. Wie geht es dir so, wenn du an die nächsten Jahre denkst? Oh. Ach, ich bin eigentlich immer sehr, sehr optimistisch. Okay. Also ich selber bin ja zu Hause klimaneutral und das, wenn man autark, das sieht, auf Tag nicht. Aber in der Summe erzeuge ich halt genauso viel Strom vom Dach, wie ich übers Jahr brauche. Und den Ausgleich, da nutze ich halt die anderen Effizienzen, auch die Windkraftanlagen vor den Toren der Stadt, macht es halt einfacher. Und wo natürlich die Versorger auch immer sehr begeistert sind bei den Leuten, die dann immer reinkommen, wenn es gerade knapp ist. Ja, na, ich habe ja noch ein Elektroauto. Das heißt also, wenn ich viel Solarstrom habe, dann landet erstmal meine Autobatterie. Also ich belaste auch die Netze erstmal nicht so sonderlich stark. Und wenn man einfach so sieht, wie einfach das funktioniert und das Schlimmste ist einfach die Entscheidung, das mal umzusetzen. Dann geht auch schon relativ viel. Wenn wir sehen, wie wir mit der Solartechnik, wie wir da vorankommen, wenn man international, wie die Preise fallen. Also ich habe ja vor 18 Jahren habe ich eine ganz kleine Solaranlage gebaut, weil die mir dann zu teuer war. Und dann habe ich dann 10 Jahre später nachgerüstet. Da hat die Solaranlage ein Viertel gekostet, ja, also innerhalb von 10 Jahren. Und das sind natürlich dann ganz tolle Entwicklungen, wo man so einfach sagen kann, die Technik ist mittlerweile da, die können wir uns auch weltweit leisten. Das Problem ist, dass unsere ganzen Gesellschaften momentan immer noch keine Lust haben, es einzusetzen. Und da hilft vielleicht die Energiekrise. Ne? Also jetzt sehen alle Menschen, es ist vielleicht doch nicht so clever, in Europa, wo wir nicht mal 2% der weltweiten Öl- und Gasvorkommen haben, eine Energieversorgung aufzubauen, die auf Öl und Gas basiert. Und wenn wir das jetzt alle verstanden haben, dann können wir in 10 Jahren an einem ganz anderen Punkt stehen. Die Solarbranche startet momentan durch. Und wenn man die Steigerungsraten sich anguckt, dann habe ich durchaus Hoffnung, dass wir das Ruder vielleicht doch noch rumreißen können. Aber dann darf auch nichts mehr schiefgehen jetzt. Das müssen wir jetzt genau so stehen lassen. Ich sage auch gar nichts mehr. Nein, bitte nicht. Vielen, vielen Dank, Volker. Das war wahnsinnig spannend und ich bin sehr froh, dass du so nett bist.
denn das konnten wir ja vorher nicht ahnen. Wir haben die Videos angeguckt und haben gesagt, ja, der wirkt eigentlich so ganz sympathisch. aber keine Ahnung, wie der auf uns reagiert. Habe ich mich gut verstellt, ja. ja, genau. Ich bin wirklich froh, dass du vor der Kamera so ganz anders bist als zu Hause. Nein, nee, im Gegenteil. Nein, ich finde es wirklich super. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich bin auch sehr froh, dass du das so gut erklären kannst. Danke. Und hier wird sehr viel geklatscht im Chat, der inzwischen wieder funktioniert. Hashtag Volker wieder einladen. Hashtag Volker loben. Hashtag Volker loben. Clap, clap. Hashtag Volker wieder einladen. Volker Quaschnik loben. Ich schicke dir nachher per Mail einen Link zu diesem Video, was wir jetzt gerade quasi live produziert haben. Da kannst du dir den ganzen Chat nochmal durchschauen, inklusive tatsächlich erfrischend weniger Menschen, die... Weil bei uns ist es eh nicht viel, dass wir so Trolling haben, aber es hielt sich in Grenzen und es wurde nicht viel geschimpft. Oh, das ist gut. Meine ganzen Twitter-Follower sind noch nicht da. ja, genau. Also du wirst wahnsinnig viel gelobt. Es wird sehr viel geklatscht. Jetzt, ich kann mir natürlich vorstellen, dass ein bisschen was von dem Applaus auch für uns ist, aber wir kriegen den ja sonst immer. Ich fand den Holm heute auch gut. Ich fand den Holm. Alle auch gut. Florian, alle Loben. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, genau. Und ich habe kürzlich auch schon überlegt, ob wir dich langsam kaputt gespielt haben. Wir machen uns ein bisschen Sorgen langsam. Ja, weil du hast so nette Anflüge langsam. Und wir fragen wir dich gebrochen haben oder ob du dich verstellst. Wir wissen es nicht. Und ich weiß ja, dass das Stockholm-Syndrom nicht gibt. Es kann nicht diese lange. Das kann nicht so lange geiselhaft sein. Das kann es nicht sein. Das ist das Holm-Syndrom. Okay, das war die Steilvorlage. Ja. Jetzt werden. Und übrigens, ich möchte auch nochmal anmerken, dass der Florian, man kann das ja auch mal sagen, wie professionell diese redaktionelle Vorbereitung auf solche Sendungen ist, wo ich dann heute Morgen um 9 Uhr von Tommy eine Nachricht kriege, soll man nicht mal Florian doch noch, willst du mal Florian lieb fragen? Dann habe ich Florian gefragt, der mir sagte, ich habe aber nicht mehr vorzubereiten, dann weiß ich halt nichts. Und dann habe ich gesagt, macht ja nichts, dein Grundwissen reicht aus. Und ich möchte an der Stelle nochmal anmerken, Florian, dein Grundwissen hat sehr wohl ausgereicht, um diese Sendung zu bereichern. Super, hat uns eigentlich geritten, diese Sendung ohne Florian vorzubereiten. Ja, das wissen wir auch nicht so genau. Es war Weihnachten und ein Jahreswechsel. Es war auch so viel zu tun. Und dann kam eine Tante von außerhalb zu Besuch und der Anzug kam nicht aus der Reinigung. Es war einfach unfassbar. Und eh jemand fragt, wir wissen nicht, was wir nächste Woche machen. Noch nicht. Ach so? Aber bald. Okay. Aber bald. Ich habe keine Ahnung. Genau. Ah, vielleicht machen wir dann Freiheit versus Egoismus. Das wäre auch ein schönes Thema. Oh, was ganz Unverfängliches. Ja, cool. Ja, genau. Aber nur, wenn wir unseren Quoten-FDP da dabei haben. Den müssen wir dabei haben. Stimmt, ja, genau. Freiheit. Also, vielen, vielen Dank, Volker. Vielen Dank, Florian, dass du so schnell mit dabei warst. Das ist immer eine ganz große Bereicherung. Nicht nur, weil du aus Österreich kommst, sondern weil du ein feiner, schlauer Mensch bist. Danke Holm, danke Alexa, danke Alexander, danke Volker, danke mir. Und Donnerstagmorgen, ganz kurz noch der Hinweis hier für die Wild Mikes, Donnerstagmorgen Morningshow anmachen, Premiere, ich bin in der Morningshow. Ich weiß noch nicht, was ich da soll, aber der Dan hat gesagt, ich soll vorbeikommen. Wie also, Premiere? Naja, aber jetzt so richtig so als, der will irgendeinen Programmpunkt mit mir machen. Ich bin mal sehr gespannt, was rauskommt, so gegen 9. Also. Du könntest Melodica spielen. Alle einschalten und wenn irgendjemand von euch in Social Media Volker noch nicht folgt, es war kein Wortspiel, dann macht das bitte. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bitte, bitte, bitte.